Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei und ich wink ihm zu. Hallo Arne. Hallihallo. Außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag. Guten Tag und ich winke beiden zu, live und in Farbe. Und hallo, hallo auch und an alle. Und ich übergebe zurück an Nils. Ja, ihr merkt es, wir sind zusammen. Wir sitzen auf der Couch. Das ist total toll, voll chillig und nach langer, langer Zeit haben wir es mal wieder geschafft und die Umstände und überhaupt, wir können miteinander quatschen und das mal so machen. Ich freue mich, ist das nicht schön? Genau, und zwar live, so in echt live, also in real life. Ja. Nicht jeder sitzt auf seiner Couch zu Hause, sondern wir sitzen physisch auf einer Couch. Auf Holgers alter Couch, schöne Grüße. Hört uns nicht, macht aber nichts. Ist nicht, wir müssen nur hoffen, dass das hier kein Super-Splatter-Event wird. Das macht nichts. Da können wir einfach mal direkt so in die Frage gehen, wie es geht. Und unfreundlicherweise fange ich einfach mal an. Ich habe das gerade hinter mir, mir ist es egal. Ja. Diesen Quatsch da. Wie geht's euch? Alles gut, alles schön? Habt ihr was zu erzählen? Arne, möchtest du was erzählen? Alles prima. Ich habe eigentlich nichts zu erzählen. Ist alles super, ich freue mich richtig. So soll's sein, lieber Frank. Ich habe auch keine speziellen Anträge. Ich freue mich auch hier zu sein und auf das, was wir so besprechen werden. Ach, das ist toll. Ich freue mich, wenn es nichts gibt. Ich freue mich natürlich auch, wenn es was gibt. Dann können wir was erzählen. Aber wenn es nichts gibt, ist es schön, weil wir können dann schneller anfangen. Und deswegen sind wir hier. Wir wollen was besprechen. Das wird toll. Weil wir besprechen ja heute mal eine ganze Staffel mal wieder. Lang ist's her und wir besprechen eine komplette Staffel. Das ist toll. Das bedeutet aber auch hier, wir werden natürlich nochmal zurückgucken. Wir könnten spoilern. Wenn ihr also möchtet, vielleicht spoilern wir die Staffel, über die wir irgendwie 18,5 Stunden gesprochen haben, wo wir auch schon gespoilert haben. Aber sollte tatsächlich noch da draußen irgendeiner unserer Höris sein, die das noch nicht gehört hat, also tut euch das bitte an, guckt euch die 10 Stunden an, habe ich gestern auch gemacht, gar kein Problem, fix durchgeguckt. Danach seid ihr spoilerfrei und dann könnt ihr uns zuhören. Oder ihr sagt, hey, ist uns egal, dann könnt ihr uns auch zuhören. Das geht auch. Genau. Aber sagt nicht nachher, ey, Staffel 8 habe ich noch nicht gesehen und da habt ihr aber das und das erzählt. Das, okay, das ist dann on euch sozusagen. Also nochmal, wir reden jetzt über die zweite Folge Picard. Staffel. Folge. Ja, genau. Also die ist ja fertig. Die haben wir ja besprochen. 18,5 Stunden. Genau, wir sind langweilig geworden, aber es war ja geplant. Wir hatten vorher noch, also in der ersten Staffel waren es 29 Stunden, jetzt sind es 18,5. Aber ich finde, das war sehr, sehr kuschelig. Das hat Spaß gemacht. War ja auch Absicht. Wir wollten ja kürzer werden, damit wir das auch sinnvoll. Ja, also irgendwie über Remembrance 3,5 Stunden oder so, das war auch schon ein bisschen krass. Also ich weiß, ist egal. Nein, wir gucken uns heute die Staffel Picard, Staffel 2 noch einmal an. Wir wollen so ein bisschen, also ich habe mir vorgestellt, wir quatschen noch mal so ein bisschen über allgemeine Punkte, die mir aufgefallen ist. Da können die beiden dann gerne einsteigen. Vielleicht ist denen auch noch was eingefallen. Danach gucken wir uns mal so ein bisschen die Figuren einzeln an. Wir gucken mal, ob es irgendwie noch Fragen gibt, die zu beantworten sind oder auch nicht. Da schauen wir. Lieblingsfolge bleibt natürlich, weil wir haben ja auch so ein kleines Triple, das wollen wir machen. Das heißt, das ist eine Lieblingsfolge, gucken wir uns. Wir haben eine Lieblingsszene und eine Lieblingsfigur wollen wir uns angucken. Am Ende gibt es ein allgemeines Fazit. Wir geben, das haben wir beim letzten Mal auch gemacht, eine Schulnote. Da freue ich mich drauf. Und wir wollen natürlich auch mal gucken, was wir für Erwartungen an die Staffel 3 haben, die es ergeben wird. Und dann sind wir irgendwann übermorgen durch. Das wird sehr interessant. Das war so die Überlegung. Wollen wir loslegen? Na, sie. Ich muss mal anfangen. Ich habe über die letzten 2 Tage so 7,5 Folge in normaler Zeit gesehen und 2,5 so durchgeskippt, weil mir hat leider nicht mehr gepasst. Aber mir sind ein paar Sachen aufgefallen. Wirklich ganz, ganz wenige. Und dann eigentlich ganz viele. Aber 3 habe ich mir mal rausgepickt, die ich total spannend finde, die man im normalen Gucken echt völlig überseht. Oder beim ersten Mal gucken. Beispiel. Erinnert ihr euch an diese tolle Szene, wo Q schnipsen wollte und es nicht mehr ging? Ja, klar. That was very unexpected. Ja. Und er hat da ja drüber gesprochen. Wir dachten, er spricht zu René, obwohl sie ja weiter weg saß. Und er sagt so, ja, du weißt, dass du es nicht kannst und dass das böse ist und das ist alles blöd. Erinnert ihr euch so ganz grob noch, dass er da so ein bisschen philosophiert? Mhm. Ich habe das nochmal geguckt und wir haben gedacht, er spricht sozusagen, also ohne mit ihr zu sprechen, aber mit ihr sozusagen. Mhm. Wenn man sich das überlegt, dass wir wissen, dass er stirbt, also er wusste ja schon, dass er da stirbt,
habe ich, glaube ich, jetzt das Gefühl, er spricht gar nicht zu ihr, sondern er sitzt da nur und sie kommt da zufällig dazu, aber er spricht zu sich selber. Weil all das, was er macht, auch die in Anführungsstrichen negativen Sachen, dass er Sung dazu holt und so weiter und so fort. Ich meine, das sind ja negative Sachen. Das macht er ja, um Picard dazu zu bringen, dass Picard erkennt, dass er als Kind keinen Fehler gemacht hat und dass er sich damit öffnen kann und nicht alleine ist. Aber er macht ja Sachen, wo er weiß, wenn das in die Grütze geht, passieren Leute böse Sachen, Leute sterben und so weiter und so fort. Also er spricht tatsächlich zu sich, habe ich das Gefühl. Mhm. Fand ich kann sein, spannend. Ja. Das ist ein Punkt. Was ich total cool finde, wisst ihr, wie viele Figuren aus alten Star Trek Serien genamedropped oder sogar auch gezeigt werden, rein theoretisch, zumindest namentlich? Nee, überhaupt nicht. Sisko sind wir uns einig, ne? Ja. Wir waren uns nicht so ganz sicher, ob das jetzt Ben oder vielleicht Jake Sisko sein sollte. Laut Memory Alpha ist es Benjamin Sisko. Aber Miles O'Brien taucht in dieser Staffel auf. Miles O'Brien. Den habe ich zuletzt bei Lower Decks gesehen. Ja, ja. Und zwar ist Miles O'Brien, ich erzähle gleich wie, ist direkt neben Tasha Yar. Was? Habe ich auch gedacht, als ich das gelesen habe. Total cool. Wir gehen ganz kurz in die zweite Folge, Penance, Buße, wo Annika Hansen, Seven of Nine, ankommt und sie hat auch diesen fancy Tisch, wo sie dann hier die Infos hat und dann Rios findet und ihr Mann soll ja Rios kontakten. Da sind ganz viele Informationen drauf und unter anderem ist halt nicht nur Rios drauf, der ja gerade an Vulkan ist, Vulcan War, der vulkanische Krieg. Nein, es wird uns auch was über den Dominion-Krieg erzählt. Und dort ist General Miles O'Brien gerade aktiv. Okay. Und wir haben eine Lieutenant Colonel Tasha Yar, die gerade einen Andoria-Krieg führt. Ach, ist das schön. Also wir wissen ja so schon, dass da viel, viel Fanservice aufgebaut worden ist, uns gezeigt wird. Ich finde es noch immer schön, wie. Nicht ganz so auf die Nase wie in der ersten Staffel. Ich finde es toll, auch solche Kleinigkeiten. Mhm. So, und jetzt noch mal ein allgemeines, weil ich es so toll fand, als ich es gesehen habe. Erinnert ihr euch, als Queenie Agnes zu Sung kommt? Ja. Da erzählt sie ihm ja, Mensch, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder hier wirst du in deiner eigenen Spucke sterben und dann ist alles blöd. Oder du wirst hier der Vater der Welt. Und also sie versucht ihn ja dazu zu bringen, dass er für sie arbeitet. Und da erzählt sie ihm, ja Mensch, wenn du mir jetzt hilfst und dann werden die Leute an dich denken und es wird irgendwelche, Statuen von dir geben und so weiter. Erinnert ihr euch, dass ihr das gesagt habt? Ja, klar. Habt ihr die Statue von ihm gesehen? Nein, wird die gezeigt? Ja, das ist total spannend. Ich zeige das jetzt mal, liebe Höris, ihr müsst leider gucken. Eine holographische Statue von Adam Sung wird uns gezeigt in Folge 2. Als wir nämlich am Tag, beim Eradication Day, am Auslöschungstag, wenn es dunkel ist, also kurz bevor Picard die Königin töten soll, ist das, glaube ich, wird nochmal dieses San Francisco gezeigt im Dunkeln und da sieht man neben der Golden Gate Bridge so ein riesiges Hologramm. Macht mal Pause. Hast du eine Adam Zeitmarke? Leider habe ich hier keine Zeitmarke, hätte ich mal aufschreiben können. Aber wenn ihr es nochmal guckt, ich empfehle das wirklich nochmal zu gucken. Es macht einen Heidenspaß, nochmal zu gucken. Ich finde Sachen sogar noch besser. Das sind so Punkte, die mir einfach mal aufgefallen ist, wo ich einfach nochmal sage, ich finde es toll. Es hat einen Heidenspaß gemacht und da ist so viel drin, was wir gar nicht besprochen haben. Ja, ach, ich bin so begeistert noch immer tatsächlich. Ja, ich finde es einfach toll. Ist auch egal. Also von mir aus können wir zu den Figuren gehen, falls ihr nichts mehr habt. Nö, lass uns doch direkt einfach mit dem krassesten Typen anfangen, den die gesamte Sternenflottenwelt jemals gesehen hat. Wesley? Nee. Achso. Picard natürlich. Ja. Jean-Luc Picard. Oh, toller Typ. General Picard. Böser Typ. Böser Typ, richtig. Der macht hier natürlich in dieser Episode die krasseste Entwicklung durch, die wir bislang von ihm überhaupt gesehen haben, würde ich mal sagen. Nämlich, er findet raus, warum er sein gesamtes Leben lang, wie alt haben wir gesagt, ist er? 87 oder was? Nee, er muss auf jeden Fall über 90 sein. Also an die 100 Jahre alt, sagt Laris. Also 100 Jahre lang hat er irgendwie keinen Kontakt gefunden zu anderen Leuten. Das haben wir uns natürlich auch immer schon gedacht. Ne? Wir hatten ja so ein paar Liebeleien hat er immer mal wieder gehabt, aber irgendwie nichts Längerfristiges.
Obwohl viele von denen so aussahen. Ich denke nur an Insurrection zum Beispiel. Oh ja. Oder auch die Sachen auf Riva. Riser. Riser heißt der Ort. Wasch ja. hieß die junge Dame. Genau. Richtig, genau. Und es wird aber so ein bisschen was angedeutet hier tatsächlich, nämlich mit Laris. Ja. Und da kommen wir dann später zu, was sie eigentlich hier für eine Rolle spielt in dieser Serie. Und zu Talon kommen wir natürlich auch später. Ja. Aber er hat halt quasi rausgefunden, dass er sich wohl für den Tod seiner Mutter verantwortlich gehalten hat und das jetzt quasi begriffen hat, dass das nicht der Fall ist. Naja, es ist ja völlig normal. Er ist ja ein Kind gewesen. Ja. Und er wollte ja für seine Mutter da sein, die Maurice Picard, sein Vater, eingesperrt hat in dieser Ausnahmesituation. Haben wir drüber gesprochen, ob das jetzt gut, schlecht ist, keine Ahnung. Also er hat sie eingesperrt. Und sie hat natürlich in dieser depressiven Phase, die sie hat, gefleht, Jean-Luc, hol mich raus. Und das hat er natürlich gemacht, weil er seine Mutter geliebt hat. Dadurch war aber die Tür von diesem Raum offen und sie konnte rausgehen, hat sich umgebracht. Und das ist völlig normal, dass ein Kind, also in der Entwicklungsphase, wir entwickeln uns unheimlich lange. Also was Psyche angeht. Ich nicht. Nee, du nicht. Du wirst auch noch irgendwann fertig sein. Das ist normal. Alles, was Kinder erleben, beziehen sie sich auf sich. Das heißt, wenn Eltern sich streiten über Steuer, sage ich jetzt mal, ja, weil irgendwer die Rechnung nicht eingereicht hat oder so, da werden die Kinder das auf sich beziehen oder das Kind. Ja. Völlig normal, weil die Kinder nicht sie können einfach nicht unterscheiden von dem, ich habe was kaputt gemacht oder es ist was kaputt gegangen. Sie beziehen es immer auf sich und das hat er auch gemacht. Er hat aus seiner Situation das Richtige gemacht und man könnte es von außen so sehen, aber nee, ist es nicht. Und das hat er einfach mitgenommen und dafür braucht er Q jetzt, um ja, diese Buße, zweite Folge, dass er sie auch wirklich erhält am Ende. Ja. Das ist schon spannend, weil ich dachte schon über diese Ahab-Nummer. Also er ist ja über die Assimilation von den Borg zu Locutus zurückzukommen. Da haben wir dann Familienbegegnungen mit seinem Bruder Robert gehabt. Da haben wir schon so ein bisschen in ihn reingeguckt. Dann halt sein Hass auf die Borg. Er ist zu dem Ahab geworden, was ja nun in First Contact, der erste Kontakt, gezeigt wurde. Aber das hier ist nochmal tiefer gehender, weil es hat nur gezeigt, okay, der Standpunkt, wie ist er jetzt gerade, aber was geht in ihm ab, fand ich ganz toll dargestellt. Ich bin jetzt ja kein Psychologe, ich halte das aber für eine plausible Erklärung. Also so im Nachhinein es ist natürlich irgendwie so ein Filmelement, im Nachhinein Dinge zu erklären, die am Anfang passiert sind. So, ne, ich meine, das haben sie sich vor 30 Jahren nicht überlegt, dass das die Lösung für dieses Phänomen ist. So. Von daher, ja, kann man sagen, das ist alles irgendwie hinterher da reingeschustert, da gibt es irgendeinen Fachausdruck für, fällt mir gar nicht ein. Ich finde es aber tatsächlich einigermaßen plausibel. Ja, finde ich schon. Auch, also genauso wie du, ich hab zwar mal irgendwie 3 Semester Psychologie studiert, aber da hat man noch längst nichts im Kopf zu tun gehabt. Das war mehr Statistik und so ein Kram. Also ich finde es aber auch gut erklärt. Also natürlich, wenn wir uns mal Jean-Luc Picard angucken, in Encounter at Farpoint, der mächtige Mission Farpoint 1989. Das ist eine völlig andere Figur gewesen als in Gestern, Heute, Morgen. Also 1990 ist ja völlig wurscht. Die letzte Folge, das sind 2 verschiedene Figuren. Der sieht gleich aus, aber es sind verschiedene Figuren, weil er sich massiv verändert hat. Dann haben wir nochmal einen anderen. Dazu finde ich, also es wird ja manchmal in Frage gestellt, ob er sich überhaupt verändert hat über die Zeit, aber ich finde gerade den Satz, den er in Gestern, Heute, Morgen sagt, das hätte ich schon vor langer Zeit tun sollen, als er sich an den Pokertisch setzt, ist für mich ein sehr eindeutiges Zeichen, dass der da eine Entwicklung durchmacht, die noch lange nicht abgeschlossen ist in dem Moment, wo er sich da hinsetzt. Genau. Und das sehen wir in den Film nochmal, jetzt in Picard, und ich habe es auch schon mal gesagt, ich habe es lange nicht gesagt,
Die Bücher zeigen nochmal eine Entwicklung von einem Jean-Luc Picard. Der ist natürlich B-Kanon, ist nicht da, aber trotzdem, diese Figur ist nicht fertig. Er hat Zeit gebraucht, um sozusagen sich irgendwo wohlzufühlen. Das war dann auf der Enterprise D und vielleicht auch auf der E, aber er ist da seinen Leuten näher gekommen. Und doch. Also, und ich finde auch, wie Patrick Stewart das dargestellt hat. Ich persönlich finde es gut. Also man hört häufiger, dass das ein schlechtes Schauspiel ist. Also ich finde, der Mann ist 80 Jahre alt geworden, aber die Figur, die er spielt, ist 100 Jahre alt nahezu. Ich finde das kein schlechtes Schauspiel. Wenn wir uns überlegen, wie DeForest Kelly Pille McCoy gespielt hat, und da sind wir wieder, der Mächtige, TNG, erste Folge, er hat es da gespielt, aber da ist auch humpelig, langsam, auch ein bisschen anders. Also ja. Ich finde die Darstellung auch nicht schlecht. Das ist schon okay. Und wie gesagt, aber selbst meine Güte, der Mann ist 80. Das, was er rüberbringen sollte, was die Figur rüberbringen sollte, nämlich diese von Arne angesprochene Entwicklung, was es in mir drin passiert, als ich ein Kind war und die Erkenntnis daraus, was ich jetzt mache, in diesem, bis hin zu dem letzten Bild, wo er mit Lara steht, finde ich gut. Ja. Ich frage mich ja ehrlich gesagt, also ich erinnere mich nicht mal mehr, was ich gestern gegessen habe, ob ich mich mit 100 Jahren noch an meine Kindheit erinnern würde. Ich halte das für ziemlich ausgeschlossen, ehrlich gesagt. Ich habe auch meine komplette Schulzeit praktisch vergessen. Aber andere Leute sind auch vielleicht cleverer als ich und haben einfach besseres Erinnerungsvermögen. Von daher, ja. Aber es kommt immer darauf an, wie sehr dich das dann halt beeindruckt hat, ne? Also wenn du jetzt so ein traumatisches Erlebnis hast, glaube ich, das brennt sich halt stärker in dein Gedächtnis ein, als jetzt irgendwie 3 Jahre, die relativ gleichförmig waren. Und also so würde ich mir das erklären. Also ich neige jetzt auch nicht dazu, so ein komplett chronologisches Gedächtnis zu haben, aber wenn es halt jetzt, wie gesagt, um so besondere Ereignisse geht, dann erinnere ich mich schon auch an relativ viele Details, obwohl auch danach und davor viel schon passiert war. Und ich denke mal, dass es ging ja jetzt auch in der Aufarbeitung seiner Vergangenheit, ging es ja um einige zentrale Momente und jetzt nicht um so einen vollständigen Record seiner all seiner Erfahrungen. Und ich denke mal, das ist dann jemand, der auch über 80 ist oder 100 jetzt als die Figur doch noch gegenwärtig. Das sind ja so defining moments, ne? Also die vergisst man halt nicht, ne? So wie er von dem Nausikaner erstochen wird oder sonst sowas, ne? Ja. Das sind so Sachen, die behält er einfach. Aber es ist ja schon so, dass er sich an Teile nicht mehr erinnert hat. Also ja, ich hatte ja, so ein bisschen absolut, ich hatte so das Gefühl, gerade dieses Bild, wo seine Mutter in diesem Wintergarten hängt, ja, dass er das weggeschubst hat. Also ich hatte das Gefühl, dass er, ach ja, da war was. Ist natürlich schwierig jetzt, dass ihm muss ja bewusst gewesen sein, dass seine Mutter tot war. Und der muss eigentlich, auch wenn er ein Kind gewesen ist, vielleicht aber auch das. Also es ist sehr spannend, wie viel ein Mensch auch aus einer traumatischen Situation wegschieben kann. Also bewusst oder beziehungsweise unterbewusst Informationen, die passiert sind, komplett unterdrücken kann. Also vielleicht hat er selbst für sich unterdrückt, dass seine Mutter sich umgebracht hat und nur noch, ja, meine Mutter ist nicht mehr da, ist übrig geblieben. Das ist von Person zu Person unterschiedlich. Also die Personen, die das in Anführungsstrichen gleiche Trauma erlebt haben, die eine Person wird das immer präsent haben und die andere Person kann es komplett weg sein. Das ist sehr, sehr spannend, was da im Kopf passiert. Aber da müsste man tatsächlich mal einen Psychologen dafür befragen. Also das, ich finde das ja so spannend. Also ne, wir erinnern uns natürlich alle, das war in der, ich glaube, 4. Folge Gedankengift, TNG, wo Picard nämlich seine Mutter trifft. So. Die sitzt nämlich im Gang an einem Tisch und bietet ihm Tee an. Und darauf nimmt er ja in dieser Staffel auch Bezug, weil er sagt, ja, meine Mutter ist zwar früh gestorben, aber ich habe sie mir immer vorgestellt als alte Frau, die irgendwo sitzt und mir Tee anbietet. So, das ist einfach so, das ist sowas von um die Ecke hinten irgendwie wieder gerade gebogen. Also da merkt man schon, dass die damals nicht daran gedacht haben, dass es diese Lösung für das Problem gibt. Das stört mich aber nicht. Ist das so früh gewesen? Also Gedanke kann ich dir sagen, war es nicht. Aber irgendwo eine der ersten 10 Folgen ist ja der Reisende aufgetaucht. Ja. Das erste Mal. Ich dachte, das wäre später. Aber ja, okay, stimmt. Finde ich auch schön erklärt. Also ich, wie gesagt, das ist ja dieses Redcon. Also ich finde. Das war der Redcon, Begriff, ja. Also genau. Ich finde es nicht schlecht. Also natürlich in der heutigen Zeit, wo ja keiner
Ich habe das, es ist schwierig. Es ist ja viel, wo man alte Sachen im Moment einfach fortführt. Es ist ja relativ wenig so nach meinem Ermessen, dass einfach Leute, also Filme, Serien, wie auch immer, sich was Neues einfallen lassen. Es ist ja viel alte Sachen, die neu, die einfach fortgeführt werden. Ja. Und manchmal, so wie auch hier, bist du dabei, dass du Sachen neu erklären musst oder es werden zwischen zwei Elemente, zwischen zwei Zeitpunkte, die schon da gewesen sind, irgendwas Neues reingesetzt, so wie wir es bei Discovery hatten oder, obwohl das ist ja sogar noch vorher. Also es muss was erfunden werden und das hier finde ich ein Punkt, der es, finde ich, okay erklärt. Ja. Wenn ich so ein Hardcore-Kanon-Mensch bin, ja natürlich, dann wird es möglicherweise problematisch, aber dann darf ich eigentlich nach TOS, also nach der originalen Serie, muss ich aufhören, weil danach wird es schon problematisch. Also ich sag nur Klingonen. Ja. Sonst wird es wirklich sehr problematisch. Ja, also ne, vielleicht kommen wir später noch auf Schwierigkeiten, die diese Staffel insgesamt so hat, zu sprechen. Du hast ihn vorhin schon erwähnt, Robert zum Beispiel taucht überhaupt nicht auf. Warum das denn nicht? Da haben wir drüber gesprochen. Also der war vielleicht gerade im Internat oder sonst was. Er ist aber für es passiert ja viel in seinem Kopf. Ja, also, aber auch in der Parallelwelt taucht er überhaupt nicht auf. Du meinst jetzt in der Parallelwelt? In der Dark Universe oder wie immer man die nennt, ja. Also, ja, aber er ist einfach nicht, na gut, das kann man gut in Anführungsstrichen erklären. Also in dieser tyrannischen Welt, nein, falsch, in der Realwelt ist Robert ja tot. Ja. Durch einen Unfall, wo ja auch René, der Sohn von Robert, gestorben ist. Das kann ja möglicherweise in Dark Universe auch passiert sein. Ich meine, das sind einige Jahre, das sind doch 20, 25 Jahre später. Das kann passiert sein. Und in der alten Zeit, wenn ich mich an was erinnere und ich sage, ich versuche mich auf mich zu konzentrieren, dann ist die Erinnerung nur bei mir. Ja, okay. Wenn mein Bruder was damit zu tun hat, aber wenn ich jetzt darüber überlege, meine Güte, schwieriges Wort, dass ich irgendwo runtergesprungen ist, mir das Bein gebrochen hat, dann war mein Bruder nicht da, also ist er auch nicht mit dabei. Also ja. So, vielleicht, ja. Keine Ahnung. Ich habe noch eine abschließende Frage zu Picard. Halten wir das für realistisch, dass er durch diese Ereignisse der zweiten Staffel Star Trek Picard jetzt plötzlich in der Lage ist, eine dauerhafte Beziehung einzugehen? Boah, keine Ahnung. Also ich hadere ja immer noch mit der Frage, ob ich überhaupt die Erklärung insgesamt so gut finde tatsächlich. Also ich neige dazu, mich mittlerweile dazu durchzuringen, was ihr ja schon sagtet, dass das schon eine plausible Erzählung ist. Ich glaube, mein Problem mit der ganzen Sache ist, dass es für mich einfach so ein ganz bisschen kratzt an diesem Helden Picard, wie ich ihn jetzt im Kopf hatte. Also nicht, dass nicht Helden im Allgemeinen und vor allen Dingen in der Realität häufig auch versehrte Persönlichkeiten sind, ne? Also die eine traumatische Historie haben. Aber so in meiner idealen Welt kommt Picard halt vielleicht nicht aus einer idealen Familie, ne, weil wir wissen ja schon aus Family und den Folgen, wo es um Picards Familie ging aus TNG, dass da jetzt quasi nicht alles immer knusper war. Aber irgendwie war mir das eine Nummer zu krass. Also ich hatte irgendwie mir da gewünscht, ne, also das ist aber jetzt so meine Wunschvorstellung, dass Picard insgesamt vielleicht nicht so in Anführungsstrichen kaputt ist. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ja wie TNG ja auch insgesamt vorgestellt wurde, das ist ja schon ein sehr anonymer Raum, ne? Also zwar sind die Leute, die hängen die ganze Zeit rum, also die könnten eigentlich auch alle super eng miteinander sein, aber durch diese militärische Organisation, durch das Klima, was da aus welchen Gründen auch herrscht, sind die ja alle trotzdem immer super distanziert, ne? Also potenzielle Partner, die man interessant findet, sind maximal attraktiv. Ne? Mhm. Also ich meine, klar, das hat auch was mit FSK zu tun und so, ne? Aber trotzdem, ne? Man hätte ja auch an manchen Stellen da vielleicht ein bisschen weitergehen können. Andere Serien innerhalb des Star Trek-Universums machen das auch, aber zumindest da ist das eben nicht der Fall. Und ich kann mir halt vorstellen, dass jemand, der eben eigentlich traumatisch versehrt ist, in so einer Umgebung eben ganz gut klarkommt, ne? Und verdrängte Erinnerungen, keine Ahnung. Also ich lese da immer wieder mal Sachen drüber, dass das wissenschaftlich schwer zu entscheiden ist, ob es halt sozusagen durch eine Suggestion in der Therapie neu entstandene Erinnerung ist, ob die Leute nur aus Scham bestimmte Erinnerungen nicht erwähnt haben. Ich glaube, es macht schon auch einen Unterschied, ob und wie oft man sich eine Sache ins Gedächtnis ruft, auch wenn sie nicht vollständig verdrängt ist. Das heißt, auf einer gewissen Ebene, also nicht verdrängt im Sinne von
sie ist wirklich nicht da, sondern sie ist nur nicht so oft im akuten Bewusstsein. Das reicht ja aber auch schon. Mhm. Und das würde für mich schon auch erklären, warum er zum Beispiel nicht mit Diana Troy darüber geredet hat. Er hat zwar dann andere Probleme gehabt und ich sag mal so, Locutus zu sein, war bestimmt auch schon mal so eine Nummer für sich. Aber ich vermute einfach mal, dass er für sich, weil das ja auch mit seiner Mutter ja zeitlich deutlich früher ist, das hat er einfach anders verpackt. So, das ist einfach ein Raum in seinem Kopf oder eine Variante von, also ein Satz von Erinnerung, mit denen er einfach ein anderes Umgehen gelernt hat und das bleibt auch intakt nach anderen traumatischen Erlebnissen. Das vermischt sich sozusagen nicht und deswegen tritt das auch nicht hervor, als er Locutus war, als er, keine Ahnung, also der Mann hat ja einiges erlebt in der Zeit, ne, von dem Nausikaner über Locutus, über etc. Und daher, ich nehme ich an, das ist schon eine glaubhafte Story und ich kann nur aus persönlichen Gründen sagen, aber die sind da auch wirklich ganz egoistisch, dass ich halt gerne so einen idealischen Held in einer gewissen Form hätte, an den ich irgendwie, den ich halt insgesamt noch bewundernswerter finde, weil ich vielleicht noch lieber so wäre wie er irgendwie, ne, finde ich es trotz allem plausibel, weil ich sag mal, was jetzt zum Beispiel eine Qualität ist, die ich jetzt auch nicht gerne hätte, im Sinne von wäre ich jetzt Picard, ist ja genau diese Beziehungslosigkeit, ne, also dass das nie irgendwie möglich war, weil es hätte ja auch sein können, dass er irgendwie eine Wissenschaftlerin hat, die auf Weltraumstation 17 ist und dann sehen sie sich alle paar Monate, sei es so wie so ein guter Captain, der halt heute ja auch oder Captainin, die halt auf einem Dampfer unterwegs ist und eben nur alle paar Monate zu Hause ist. Solche Beziehungen gibt's ja auch, ne? Und dann ist er vielleicht meinetwegen 10 Jahre auf hoher See, aha, oder hier im Weltraum und danach haben sie dann trotzdem eine schöne Beziehung. Oder er hat eben mit Beverly dann eine Beziehung oder so, ne? Aber insofern, ich finde es schon glaubhaft, ja. Ich habe gerade an Sarek gedacht übrigens und mich gefragt, ob der wohl diese Erinnerung von Picard kriegt oder ob bei der Gedankenübertragung der Vulkanischen tatsächlich nur das ist, an das die Leute sich auch aktiv erinnern wollen und mögen und der das deswegen nicht. Ist eine Gedankenverschmelzung. Also eigentlich müsste der es gewusst haben. Aber er war auch nicht mehr ganz auf dem Dampfer damals, weil er war da ja schon krank. Und deswegen konnte das wahrscheinlich nicht mehr weitermachen. Ich weiß aber auch nicht, es wäre auch ein bisschen viel, wirklich alles rauszuholen, was im Hirn ist. Ich meine, du hast ja in deinem Hirn schon alles drin, was in deinem Hirn ist und da quasi nochmal alles rauszuholen, was auch in einem anderen Geist ist. Ich glaube schon, dass du da, also es ist jetzt auch nur eine Hypothese, weil ich ja keine Ahnung habe, sehe auch eh nur fiktiv. Daher würde ich mir jetzt mal vorstellen, dass man, also wenn ich jetzt versuchen wollen würde, mir vorzustellen, wie sowas funktioniert unter der Annahme, dass es möglich wäre, dann würde ich schon denken, das ist so ein bisschen wie eine breite Google-Anfrage, ja? Also du kannst da quasi Dinge suchen und dir angucken und dann guckst du hier mal ein Filmchen und da mal ein Filmchen, aber du kannst ja zum Beispiel auch nicht jetzt schneller Informationen aus dem Geist des anderen aufnehmen, wie du jetzt selber Gedanken verarbeiten kannst. Also ich wüsste zumindest nicht, warum die Straße zur Informationsauffindung sozusagen im Geist eines anderen schneller funktionieren soll, als jede beliebige Operation, die du in deinem eigenen Geist auffinden kannst. Und dann denke ich einfach, dass wahrscheinlich der Geist, in den man halt reingeht, schon da auch ein kleines bisschen mitsteuert. Gerade wenn Sarek vielleicht jetzt nicht gesagt hat, ich zwinge jetzt dich alle möglichen Sachen anzugucken, die du vielleicht nicht sehen willst. Und so ist er vielleicht nicht drauf gewesen. Daher könnte ich mir auch vorstellen, dass er entweder gesagt hat, ey, ich sehe das zwar und ich weiß, dass das eine Sache ist, die für dich halt sensibel ist. Und weil ich halt insgesamt ja eigentlich ein freundlicher Mensch bin, ist es nachher später kein Thema mehr. Das halte ich für eine Möglichkeit, dass er halt sozusagen so dunkle Stellen sieht, wo er dann aber nicht reingeht. Oder halt, er hat sie tatsächlich nicht gesehen, weil er einfach mit anderen Dingen beschäftigt war. Also ich halte das beides für möglich. Wobei tatsächlich, also wenn der komplette Austausch oder Übertragung des Geistes, also was dann passiert, das haben wir ja gesehen an Pille McCoy. Also es ist halt auch nicht ganz so prall. Also der ist ja auch so ein bisschen gaga geworden, als Spock sich kopiert hat. Schwierig, weiß ich nicht. Das habe ich nicht mehr so im Kopf. Um Arnes Frage zu beantworten, ich fand das, was Frank gesagt hat, fand ich ganz gut. Also ich würde da fast hinterstehen. Ich denke, also ich meine, das mit dem Trauma und dass er jetzt mehr damit arbeiten kann, dass das nicht effektiv ist. Normalerweise würde ich jetzt sagen, wenn das ein realer Mensch wäre, der jetzt damit, der hat jetzt seine Traumabewältigung, eigentlich müsste er jetzt noch Therapie machen, um dann vielleicht irgendwann mal eine Beziehung einzugehen. Das sah jetzt so aus, als würde er jetzt direkt in eine Beziehung hineingehen. Wir wissen nicht, ob sie das fortführen. Ja. Das ist noch eine Frage. Orla Brady wird wiederkommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwie noch was miteinander zu tun haben, kann sein.
Ja, oder sie spielt einfach eine völlig andere Person. Ja, ich sag mal, ich hoffe das. Ja, auf der anderen Seite, da komme ich nachher drauf, Beverly kommt ja auch wieder und ich werde nachher noch was zu Beverly sagen. Ich hoffe nicht, dass es wie in Austin Powers ist, wo im zweiten Film die Freundin, die er im ersten Film gefunden hat, erstmal so eine Roboterfrau ist, die ihn versucht, ein Fembot abzuknallen. Also das hoffe ich wirklich. Nein, also ich hoffe es auch wirklich, weil wie gesagt, das habe ich ja aber auch schon gesagt, ich mag dieses letzte Bild. Also dieses von den beiden ist total toll, damit hätte man die Serie aufhören lassen können. So, also eigentlich finde ich auch. Könnte ein Mensch nach so einem Ding, der jetzt gesagt hat, okay, vielleicht austherapiert, weil wir sehen jetzt mal Qs Reise als Therapie, dann kann man es machen. Aber er muss doch jetzt lernen, wirklich eine Beziehung geführt zu haben. Mit wem hat er eine Beziehung geführt? Das ist so speedmäßig in so einer speziellen Situation, das können wir nicht mehr, auch wenn sie sich nochmal wieder getroffen haben. Also das ist doch er hat ja tatsächlich eine Beziehung gefühlt. In Inner Light. Stimmt. Da hat er ja ein komplett anderes Leben geführt und war eine andere Person, hat aber natürlich trotzdem im Grunde sein Trauma gehabt. Stimmt. Ja, Moment, aber das ist nicht wirklich er gewesen. Er hat das Leben eines anderen, das ihm eingepflanzt worden ist, erlebt. Er hat es nicht gelebt. Also das. Naja, aber er hat sich da schon sehr eingebracht mit seiner Sternsucherei. Genau, er hatte dann dieses riesige Set von neuen Gedächtnisengrammen. Also ich glaube, subjektiv hat er das tatsächlich erlebt. Das heißt, er hat da zumindest irgendwelche Kompetenzen erworben, selbst wenn das jetzt nicht originär genau das ist, was er als reale Person gemacht hat, aber da müsste man dann wieder diskutieren, was ist Realität. Ja. Also ich würde schon, ich finde das ein gutes Argument von Arne, dass er da zumindest Anlagen hat, denen, auf die er jetzt zurückgreifen könnte, um sowas auch zu machen. Okay. Also das finde ich schon cool. Wie gesagt, das ist ja so ein bisschen gezwungen, aber ich finde ich schön, total toll. Da ist was, aber er müsste es jetzt lernen. Dann kann das funktionieren, dass die Beziehung läuft oder nicht oder noch eine. Wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen Realität versucht, mit dieser Geschichte zu vermischen. Schwer zu sagen, ob es wirklich so ist. Hoffen, oh ja. Nochmal, dieses Bild, wo die beiden, ohne dass es so ein Hollywood-Geknutsche und sich übereinander gefallen, ist es Gott sei Dank nicht geworden. Die gucken sich tief in die Augen, sie lächelt verschmitzt. Ich meine, wir gehen mal davon aus, dass Laris wahrscheinlich sogar noch älter ist als Picard, weil Romulanerin, die altern deutlich besser als wir. Und die halten sich in der Hand. Ich finde das so schön. Ich wünsche es mir. Ich wünsche es mir wirklich. Was denkst du, Arne? Ich denke, der Typ ist 100 Jahre alt. Selbst wenn er jetzt eine Beziehung anfängt, da passiert eh nicht mehr viel. Naja, also Nachkommen wird er wahrscheinlich nicht mehr zeugen. Aber Pille McCoy, haben wir gesagt, was war es, 136? Da ist noch Zeit, ne? Da hat schon ein bisschen Zeit noch, ja. Ich denke mal, eine schöne Zeit könnten sie schon mal haben und das würde ich mir auch wünschen, ob nun mit Laris und vielleicht ist Laris ja auch nur das Sprungbrett zu Beverly und Laris hat dann vielleicht auch nur eine alte Flamme und dann ist Friede vor der Eierkuh und dann machen sie Double Dates und so. Lass uns mal Laris und Beverly nachher auf den letzten Punkt, Staffel 3, schieben. Lass uns mal tatsächlich weitergehen, wir haben eine ganze Liste von Kram hier. Ja, ja. Okay. So, nächster Kram ist Agnes. Ich finde, ich habe Agnes sehr weit nach oben geschrieben, weil ich Agnes toll finde. Und das ist total irre, dass ich das sage, denn da waren wir uns letzte Staffel einig. Agnes war die Figur, die am schwächsten war. Selbst so jemand wie Narissa und Narek hatten, obwohl die doof waren und genervt haben, haben die mehr Ecken und Kanten gehabt, als diese Figur, wie die sie uns da gezeigt haben. Die war doof, die war nervig und die hat dann auch noch hier Morde begangen und das ist dann, na gut, in dieser Staffel haben sie das witzig gemacht. Aber was Alison Pill gespielt hat, ist eine super starke Frau, die teilweise mit einer anderen Figur, die aber irgendwo auch in ihrem eigenen Kopf war und so weiter und so fort. Also sie musste das so viel spielen und dann dementsprechend auch eine Entwicklung durchmachen, die ich einfach grandios finde. Also sie war ja so ein bisschen unser, ich will nicht sagen unser Hassbild, aber wir mochten sie ja nun abgrundtief nicht in der Staffel 1. Und hier ist das so, guck mal, da ist sie und toll und mit Queenie zusammen und ich finde sie einfach nur witzig, stark. Ich wollte wissen, wie es mit ihr weitergeht. Und das hat Spaß gemacht, sie zu gucken. Also tipptopp. Ja, sie hat sich in dieser Staffel einfach selber quasi getroffen. Nämlich, als sie sich selber begegnet. Am Anfang der ersten Folge, am Ende der ersten Folge, wo die Stargazer nämlich von ihr ja besucht wird und sie steht auf der Brücke und sagt, das ist neu. Ja, cooler Spruch. Ich dachte so, ja, weil du das bist.
so im Nachhinein. Ja gut, aber das war relativ, also ich glaube mal ab der dritten Folge Assimilation war das klar. War das total offensichtlich, ja. Oh, auch schön übrigens. In der 10., wir haben ja immer schön darüber gesprochen in der 10. Folge hier, als sie wieder auf die Stargazer zurückkommen, hier, Rios ist ja gar nicht mehr da, Rios ist ja gar nicht mehr da. Wir haben aber völlig ignoriert, dass auch Agnes weg ist. Also die Agnes aus der ersten, ja. Also die mit der Haare Agnes, die noch eigentlich betrunken war, die ist auch weg, natürlich. Stimmt, die war ja voll besoffen. Mhm. Jawohl, das war schon im Übergang der Folge, als Picard kam, war sie schon, wahrscheinlich hat sie da einen Hypospray bekommen oder so. Nein, also ich bin wirklich so begeistert davon, von dieser nervigen Figur. Und also wir haben ja nichts gegen die schauspielerische Leistung von Alison Pill. Das haben wir auch damals gesagt. Sie hat diese nervige Figur gut wahrscheinlich dargestellt, nur halt nervige Figur. Mhm. Aber das hier, ich bin so begeistert von diesem Kampf, den sie mit Annie Wershing gespielt hat. Dieses Tango habe ich es immer wieder genannt. Auch als ich es nochmal geguckt habe, jetzt ist halt so grandios, wenn sie zum Beispiel, wenn die Borg-Queen da mit Picard rumeiert, so nach dem Motto, was gibst du mir denn, wenn ich dir jetzt die Koordinaten von dem Watcher gebe und Alison Pill oder Agnes eigentlich noch total fertig ist und sagt, ja, aber wo sind denn die Informationen? Ach so, die habe ich dir geklaut. Du Computer, sag mir nochmal, spiele die Datei Dinge, die ich der Borg-Queen geklaut habe, ab. Toll. Also, ja, also der Sprung von der Entwicklung ist relativ ad hoc gewesen, nämlich von einer, also über die Staffelpause hinweg. Aber das, was sie denn halt noch in der Entwicklung macht, bis sie zu der super-duper Queenie-Borg-Königin doppelt wird, finde ich. Ich finde das spannend. Also ich an ihrem Beispiel habe ich das sehr deutlich erkannt, dass die Schreiber von dieser Staffel hier dachten, okay, das war vielleicht doch eine blöde Idee, dass wir sie zur Mörderin gemacht haben. Und das so in einem Nebensatz einfach mal abgetan haben als, oh ja, übrigens, sie haben rausgefunden, ich war ja unter Einfluss und deswegen war das dieser Mord, den ich begangen habe, eigentlich gar nicht verfolgungswert und gar nicht meiner so. Und über diesen Mord habe ich mich halt in der ersten Staffel unglaublich geärgert und fand es jetzt einigermaßen okay, muss ich sagen. Ich habe mir einfach vorgestellt, sie hat den einfach nicht begangen so. Und damit war dann die Figur, die sie in dieser Staffel hier dargestellt hat, einfach auch in Ordnung. Ja, ich vergesse es. Ich habe es tatsächlich vergessen. Ich denke, ich ärgere mich da immer noch drüber. Aber trotzdem, und ich finde das richtig, das ist eine Entschuldigung dieser Figur gegenüber. Oder, ja. Also nicht doch, den Fans gegenüber. Nein. Du kannst es nicht, weil sie haben das einfach, sie haben es gedreht, es ist da, sie hat ihn getötet. Wir haben es im letzten, ich glaube, Staffelfazit sogar auch gesagt, sie werden mit einer fadenscheidigen Ausrede kommen. Das haben sie gemacht. Nicht mal eine Ausrede. Doch, es ist die Ausrede. Ja, ich war unter Einflussung. Ja, aber trotzdem haben wir auch damals schon gesagt, so eine Person Therapie einsperren, noch mehr Therapie und dann kann man mal gucken, was man mit so einer Person machen würde. Und was ist hier passiert? Wir sind anderthalb Jahre später und sie läuft da irgendwie, ich weiß nicht, als was sie da am Anfang rumläuft, wo sie da auf diesem weiß Planeten mit Zivilklamotten und Kommunikator. Ja, genau, das war ein Föderationskommunikator. Ja. Keine Ahnung. Also das ist so, sie wollten sie wieder mitbringen, was ich auch toll finde, bis zu einem gewissen Grad. Wenn wir halt sozusagen diese Hightech-Borg-Queen am Anfang, Ende haben, da können wir nachher nochmal drauf kommen. Ja. Aber das ist gut. Also ich finde, wenn man die Story der zweiten Staffel an sich betrachtet, finde ich es auch sehr gelungen, finde ich auch die Idee gut. Teilweise finde ich dieses Bild des Nerds mit so sehr geringem Selbstbewusstsein vielleicht auch ein ganz bisschen abgelutscht. Allerdings ist das so mit dieser Gegenüberstellung mit der Queen, die ja das Gegenteil hat, ist es doch nochmal ein interessanter Twist. Generell ist der Job, den sie als Schauspielerin macht, natürlich auch irre, ne, mit der Musikeinlage und also schon eine, finde ich, der besseren schauspielerischen Leistungen, wobei ich auch gar nicht so gerne unterscheiden möchte. Ich möchte eigentlich gar nicht so gerne die Schauspieler in der Rangfolge tun, zumindest möchte ich die nicht erwähnen, weil ich mag die irgendwie alle und manche sind zwar irgendwie besser aus verschiedenen Gründen, aber eigentlich ist mir das auch irgendwie egal fürs Gesamterlebnis. Also Klammer ich kann zu, das auch gar nicht richtig einschätzen so. Ja, genau, das kommt natürlich auch noch hinzu, aber jeder hat ja so seine Meinung und zumindest, also mindestens habe ich eine, ist auch egal.
Ich finde halt aber auch immer noch, also mir passt es auch nicht, dieser Übergang, also was heißt auch, ich weiß nicht, so habe ich euch jetzt verstanden, also mir passt der Übergang nicht, weil in Staffel 1 kommt sie mir viel zu sehr wie ein Bösewicht vor, den man eigentlich wegsperren muss. Ja. Ich finde, sie hätten, also damit ich wirklich zufrieden hätte sein können, weil das dieses Gefühl, was sie aus der ersten Staffel mitgebracht hat, das hat mindestens 3 oder 4 Folgen des Auftretens von Alison Pill für mich immer mit so einem, ja, da ist sie schon wieder. Eigentlich gehört sie ja in den Knast, aber naja, okay, müssen wir jetzt mit dealen. Das hatte für mich so ein bisschen Anwandlung von Kill Bill, wo man irgendwie so, ne, man hat halt höchste Aggression neben Sympathie und normalen Empfindungen. Das ist eigentlich eine Kombi, die für mich nicht so passt. Also was mir gut gefallen hätte, die wussten ja schon, dass sie 3 Staffeln drehen. Sie wussten wahrscheinlich auch, dass die nochmal auftaucht. Also zumindest nehme ich das an. Und selbst wenn, dann hätten sie ein kleines bisschen vorsorgen können, indem sie zumindest einen Zweifel darüber entstehen lassen in Staffel 1, dass vielleicht so eine Kontrolle war. Also dass man sozusagen die Option lässt, dass die auch selber die Bösewichterin ist, dass man halt selber am Zweifel ist und was zu diskutieren hat, aber dass vielleicht an irgendeiner Stelle man vielleicht im Nachhinein wenigstens sagen kann, ey, genau das ist der Moment, wo irgendwie diese Kontrolle angefangen hat. Ja, dass man so im Nachhinein da irgendwie so eine unscheinbare Szene hat, die, wenn man ganz genau hinguckt, hätte man es vielleicht schon raten können, wo man aber im Nachhinein irgendwie ganz klar sieht mit einer Rückblende, da ist was passiert. So ist mir das ein Stück zu schwach gewesen und das finde ich schade, weil sonst die Leistung echt toll ist und für mich hat das echt so das ein bisschen überschattet. Also ich kann sowas nicht so schnell loslassen. Ich bin da, keine Ahnung, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einmal sich die Sünden vergeben lässt und dann ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. So würde ich an der Stelle, würde ich für diese Figur nicht funktionieren an der Stelle. Genau, aber genau, wenn man nur die Staffel für sich 2 betrachtet, super Ding, insgesamt so ein bisschen, ne. Ja, geht mir auch so. Ich muss das auch tatsächlich verdrängen, dass es passiert ist in der ersten Staffel, um sie hier gut finden zu können. Sag ich auch. Also ich denke da nicht mehr dran, weil einfach die Leistung der Figur, aber auch der Schauspielerin so grandios wird. Ich muss auch hier wieder da so ein bisschen drauf rumreiten, weil ich so geil finde. Also ich habe halt gestern nochmal relativ viel gucken können. Ich denke an diesen Punkt, wo zum Beispiel die Agnes Queenie, also wo sie halt schon in diesem schwarzen Suit ist und wo sie dann Seven of Nine töten will zum Beispiel. Was ist das? Also ist auch gut gedreht worden. Erst ist es einfach nur Alison Pill, die das Messer runter hat, die Tränen, die runterlaufen, das Gesicht, das sie da hat und sie muss ja auch auf, sie kämpft ja innerlich gegen sich selber. Das ist eigentlich, ich glaube, für Schauspieler einfach zu spielen, als wenn man sagt, ich möchte jetzt das Messer aber irgendwo reindrücken, aber ich tue es nicht. Das ist eine einfache Handlung, schauspielerisch, glaube ich. Aber das, was sie rüberbringt, diesen Kampf, der denn ja aufgeteilt wird, weil denn ja wieder die normale, in Anführungsstrichen, Agnes da steht und die Annie Worthing Queen. Wo wir noch immer nicht wissen, ist das jetzt wirklich da? Ist das nur für uns visualisiert? Also diesen Kampf, den sie da haben, das spiegelt diese kleine Szene, wo die Träne runterläuft, spiegelt sie unheimlich gut wieder. Und das finde ich auch schon, man sagt so, ja, komm, Staffel 1 ist Staffel 1. So viel Verbindung haben ja Staffel 1 und Staffel 2 auch nicht, sind wir mal ehrlich. Glücklicherweise, weil keiner hat was von diesem Cthulhu-Wesen da nochmal gesagt, was ich sehr schön finde. Ja, deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Ja. Das Agnes. Agnes ist am Ende die Queen geworden und hat da ihre eigene Idee von moralischer Integrität reingebracht, was ich irgendwie eine nette Idee finde. Was ich eine blöde Idee finde, ist, dass wir Zuschauers quasi jetzt am Ende mit der Frage zurückgelassen werden, ja, die Queen von was eigentlich? Was sind denn das überhaupt für Borg? Ja. Wo kommen die plötzlich her? Was machen die? Was wird denn das eigentlich? Also, so, das ist so, eigentlich ist es so der Cliffhanger, so das ist so der Cold Open für die 3. Staffel, diese Borg-Geschichte. Da gibt es viele Ideen zu. 3. Staffel machen wir später. Was aber ganz spannend ist, aber es passt, da muss ich wirklich dann mal vielen, die schreien, so ein bisschen recht geben. Man kann da viel reininterpretieren, weil es wird nämlich gesagt, dass diese Anomalie, aus der dann dieses riesengroße Stern-Borg-Schiff, mit der die Hightech-Agnes-Borg-Queen ankommt,
das kommt aus einer Anomalie und diese Anomalie sendet temporale Strahlung aus. Irgendeinen komischen Doppelnamen, ist ja auch völlig egal. Man könnte jetzt also sagen, Agnes ist weggeflogen und ist dann über einen Zeit, über einen temporalen Sprung in diese Zeit, also 2401 gesprungen und ist dann da aufgetaucht. Aber dieses Schiff ist ja auch nicht von jetzt auf gleich aufgetaucht. Ich weiß es nicht. Soll es da nicht noch ein Crossover mit Discovery geben und könnte das nicht die Antizeitanomalie aus gestern, heute, übermorgen sein oder irgendwie so? Ja, das nicht. Diese Antizeitanomalie, die ist ja durch die drei Enterprises aufgetaucht und Picard ist schuld und so weiter und so fort. Okay. Also natürlich, es ist ein Loch. Es ist ein Loch und das ist für mich tatsächlich genauso, also diese ganze Borg-Geschichte, genauso wie ich ja schon gefragt habe, haben wir jetzt zwei Kollektive, weil ja, genau. Weil Agnes sagt wann ist sie abgehauen? In der 9. Folge, da sagt sie, ich fliege jetzt in Delta-Quadranten. Ja, tschüss, moin, mach mal. Dann müssten zu diesem Zeitpunkt, wo sie da hingesprungen ist, zwei Königinnen mindestens sein und sich zwei Ja, genau. Sind denn die Borgs schon so alt? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ja, die soll es seit Millionen Jahren geben, wird irgendwann mal gesagt. Okay. Genau, das ist das. Aber auf der anderen Seite gesagt, Q beim Auftauchen der Borg in Q Who auch, dass die Borg nur an der Technologie interessiert wird. Das sagt Q so. So werden sie uns sie uns erklärt. Und im nächsten Auftauchen sind sie dann plötzlich an den biologischen und technischen Eigenschaften. Also allein, und da bin ich wieder da. Das haben sie halt nach und nach entschieden. Genau. Ne? Was wolltest du gerade sagen, dass in der alten Serie nicht alles vernünftig gepasst hat? Nein, genau. Also auch da das wurde schon ganz viel geredet. Da müsste man die ja doof finden. Ja, genau. Vielen Dank, dass du das sagst, lieber Arne. Brauche ich das nicht machen. Also es ist so viel, also gerade TNG finde ich total toll. Da ist so viel. Also nicht mal im Vergleich zu TOS. Ich brauche gar nicht TOS. Also jetzt mal um das ganz grobe. Kanon ist diese komischen Krabbelfiecher, die wir wie hieß denn diese blöde Folge noch? Staffel 1, die in den Hälsen sind. Meinst ja, du die in den Hälsen rausgucken und die hier dem einen da im Mund rein und der da weggeblasen wird. Ah, ich hab's vergessen. Ich wusste es mal. Du guckst, weißt du, welche Folge ich meine? Wo sie denn die mit dem Gach? Ja, mit diesen Gewürmern da. Ja. Das sind eigentlich die Borg gewesen. Das war geplant als die Borg. Das waren die Borg. Ja, und das ist Kanon. Haben sie sich das später überlegt. Dann finde ich Star Trek jetzt doof. Ja, genau. Also natürlich wurde das nie gesagt, aber wenn man einfach mal überlegt, was sie geplant haben, es gibt genug Dokumentation, Chaos on the Bridge und so weiter und so fort. Das war eigentlich ursprünglich, damit sollte das anfangen. Ja. Conspiracy hieß die Folge im Original. Also, ja, genau. Man müsste allein TNG doof finden. Und wie gesagt, wir sind wieder bei den Klingonen. Das ist ja Quatsch. Wir finden die ja nicht doof. Nein, finden wir auch nicht. Also, nein, ist auch nicht. Aber ich gebe recht. Ist aber ein großer Punkt auf der Liste. Können wir Staffel 2 gut finden, obwohl da so viele Probleme drin sind? Was für Probleme denn überhaupt? Da kommen wir später noch. Da kommen wir später zu. Aber das ist ein Loch. Aber wir sind uns ja einig, es gibt auch welche Staffel 3 später sprechen, weil ich habe da auch noch Ansichten zu. Wir springen jetzt erstmal von Queenie, von Dingsy, von Alison Pill weiter? Oder zu Annie Worthing hatte ich gedacht, würde ich gerne weitergehen, weil das ist ja für mich eine Person. Okay. Alles klar. Ich glaube. Ich fand das tatsächlich schade. Also, ne, wir haben ja die Queen am Anfang gehabt und ich fand sie einfach voll gut in ihrer Ausstrahlung, in der Atmosphäre, die sie verbreitet hat. Die Annie Worthing Queen. Annie Worthing, genau. Und ich finde, diese Ausstrahlung, die hat halt die Agnes Queen am Ende gar nicht mehr. So, also die ist irgendwie. Ja, sie haben halt stumpf. Was Neues. Sie haben was Neues gebaut. So. Ich habe das ja auch schon. Weißt du, was ich meine? Ja. Die hatte wirklich. Sie war ein eleganter Bösewicht. Ja, genau. Das war sie. Sie war irgendwie so herrschaftlich. Ja, so. Ja. Königin. Ja. Agnes ist ganz am Ende die halt Hightech. Auch nicht. Die Hightech-Borg-Queen. Aber sie ist auch nicht die Königin. Nachdem dann dieses Hightech-Gedöns weg ist, also wirklich die ganz am Ende da ist. Das ist so ein, ich weiß, Wischiwaschi, finde ich auch nicht mehr so gut. Die Alison Pill. Queen, habe ich schon gesagt, finde ich total gut, wie sie selbst in diesem schwarzen, also ein Ding ist und versucht gerade Seven of Nine zu töten. Darf halt auch mit den, wo sie die blonden Haare noch hat. Das am Ende war nicht mehr ganz so toll. Wenn ich aber die böse Borg-Seite noch nehme, bin ich voll bei dir. Die hat sich so gut eingereiht. Also ich meine, das ist ja die dritte Borg-Queen, die wir sehen. Wir haben die Borg-Queen aus First Contact. Wir haben die
Borg Queen, die gelegentlich mal bei Voyager auftaucht, und jetzt noch die. Und die passt gut. Also wenn wir von diesen blöden Tentakeln mal absehen, die ich doof finde. Mhm. Herrschaftlich, genau wie die anderen beiden auch, auf ihre Art und Weise. Total gut. Und ich habe es gesagt, die hat einen Plan und den hat sie gehabt. Aber sie hat das irgendwie so gemacht, dass du immer noch sagen würdest, jawohl, meine Königin, mach doch. Also tolle Figur, schön gemacht. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie gegen die alten, in Anführungsstrichen, Borg-Queens nicht ankommen könnte. Weil die wir in den First Contact gesehen haben, die hat einfach einen Standard gesetzt. Ja, klar. Finde ich. Der ist ungebrochen, ja. Aber sie kommt da sehr, sehr nah dran, finde ich. Obwohl, das hat man wahrscheinlich auch gesagt, nachdem man die First Contact Borg-Queen gesehen hat und dann kam die Ersatz Borg-Queen, weil ich habe den Namen der Schauspielerin jetzt gerade nicht parat, weil die nicht konnte. Ja. Nee, also das, ja, herrschaftlich. Und ich finde, die halt, ich weiß nicht, ob sie die so gecastet haben, dass sie in irgendeiner Art und Weise zu Alison Pill passt, aber die harmonieren so toll, die beiden Frauen. Also ich weiß nicht, ob die sich mochten, die beiden Schauspielerinnen, das war keine Ahnung, aber das war so gut, dieses Zusammenarbeiten zwischen den beiden. Also wirklich wie ich bleibe bei meinem Beispiel, das ich immer durchgezogen habe, dieses Tango, wie zwei Tänzer, die zusammengespielt haben. Toll. Ja. Toll. Ja, gut. Ja. Entwicklung, natürlich hat sie eine Entwicklung, aber das von lebendig jetzt zu tot. Ja, ja, genau. Sie stirbt und dann ist sie halt in dem Kopf. Was ist das? Ist das wirklich noch die Königin? Sind das Nanosonden? Weiß ich nicht. Und irgendwie ist das ja ein Programm, das da vielleicht abläuft. Und dann lässt sie sich von Agnes überreden, halt dieses neue Kollektiv dazu. Von mir aus. Aber Entwicklung ist da halt nicht viel drin. Das ist einfach eine Borg-Königin, die einfach gut war. Ja. Punkt. Ja. Ja, das war's zur Königin. Also haben wir nicht viel zu sagen. Also die war auch toll. Nee, ich auch nicht. Ich finde auch einfach nur schade, dass sie irgendwie weg ist. Und ja, ich meine, es ist auch irgendwie eine coole Idee, die sie hatten, dass das dann beides zusammen eine Person wird. Ich habe mich gefreut, dass sie tatsächlich da noch ein bisschen zu sehen war wenigstens. Genau, ja. Und auch ich, also du hast es vorhin in Frage gestellt, für mich steht das völlig außer Frage, dass diese Doppeldarstellung von Agnes und der Annie Worthing Königin, dass das nur in ihrem Kopf passiert. Also auf gar keinen Fall ist es irgendwie realistisch, dass es... Nein, also ich glaube, das ist nur die Visualisierung von dem, was in Agnes Kopf passiert. Das ist ja, man kennt das ja selber, wenn man sich Fragen stellt, soll ich das jetzt machen oder nicht? Da hat man ja nicht auch plötzlich sich selber neben sich sitzen und spricht mit sich, sondern das passiert im Kopf und das ist einfach nur für uns. Ne? Bei mir sind es immer drei, weil der dritte sagt immer nur mäh, 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 mäh. Okay. Ja, keine Ahnung, ja, ich weiß auch nicht. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass sie dann irgendwie beide da sind, ne? Also die Borg-Queen wacht doch wieder auf, weil als Queen, also ich hatte zum Beispiel echt dieses Bild im Kopf, dass als sie auf die La Serena kommt und da dann quasi den Buddy von der alten Königin inspiziert, dass sie den jetzt irgendwie wieder anmacht, ja? Das war so, was ich dachte. Und dann dachte ich, dann rennen sie zusammen rum und sind sozusagen so irgendwie Best Friends und können danach nicht mehr getrennt werden, ähnlich wie diese Rogue Borgs, die wir mal in irgendeiner Folge, ich hab's jetzt vergessen, also da gab's da so Rest, also so Borgs, die mal aus dem Kollektiv gefallen sind, die man auch nicht mehr so ganz voneinander trennen konnte. Ich hätte mir sowas auch gut vorstellen können, dass sie jetzt quasi so forever best buddies sind, sozusagen Teile ihrer Gedanken trennen, im Prinzip wie siamesische Zwilling nur am Hirn durch die Luft so, ja. Und das hätte mir auch sehr gut gefallen, aber ich verstehe auch total, warum sie das jetzt gemacht haben und das ist irgendwie auch gut, aber im Grunde genommen gefällt es mir nur einfach oder fände ich es irgendwie cool, wenn man ihre krasse Ausstrahlung irgendwie noch stärker konservieren könnte, sodass man halt auch weiß, die anderen sehen die jetzt auch. Ja, Gott sei Dank ist es ja konserviert in den paar Folgen, wo Annie Worthing da war. Ja, die nächste Figur, die ich mir ausgesucht habe, ist Q, denn Q, finde ich, ist auch eine Figur, die eine ganz ordentliche Entwicklung durchgemacht hat. Ja, von lebendig zu tot. Wieder, das hatten wir schon mal. Verdammt. Nein, wir haben Q im Prinzip 1:1 wiedergesehen, wie er uns verlassen hat. Also ich meine, wir sehen ja sozusagen einen jungen Q, wie aus den 90ern, als er wieder auftaucht. Mhm.
Und dann macht er ja sein Hokuspokus, damit sie ihn nicht die ganze Zeit CGI-mäßig verändern müssen. Und er wird halt ein bisschen älter. Aber ich finde das spannend, was danach kommt. Also wir haben ja am Anfang wirklich dieses Mon Capitaine. Das ist ja wirklich eins zu eins das, was wir aus TNG kennen. Und danach haben wir einfach eine Figur, die sauer ist, aggressiv, Picard schlägt. Mhm. Sehr eindrückliche Szene. Wir haben eine Figur, die eine Reise durchmacht, weil sie stirbt. Also das ist eigentlich nicht verständlich, dass dieses übermächtige Wesen, das Unsterbliche, sterben kann. Aber gut, was Neues gelernt. Die Q haben ja auch Krieg geführt gegen die Eloreaner. aber er hat Trauer, er hat Aggression, weil er Mitleid bekommt. Und er wird sehr, sehr sentimental am Ende. Und das haben wir alles noch nie an Q gesehen. Das ist das einzige, Belustigung, Herablassung. Also das gab's alles. Also er ist uns als sehr herablassend gezeigt worden. Aber das ist schon toll, weil auch hier wieder die Darstellung, die John DeLancey macht, einfach grandios. Egal, was er zeigt oder zeigen soll, er bringt es so grandios auf den Punkt und ich meine, es sagt schon nahezu perfekt rüber. Ja, also was den Anfang und das Ende von der Staffel angeht, stimme ich dir tatsächlich zu. Mhm. Ne, am Anfang ist ja der Q, den wir kennengelernt haben, so hat irgendwie schon festgestellt, dass er nämlich sterben muss und deswegen macht er ja den ganzen Fu und stellt dann quasi eine Welt am Ende wieder her, die nur deswegen so sein kann, weil er sie beeinflusst hat. Ja. So, und davor hat er dann seinen Revelation-Moment, wo er dann Picard sagt, ah, übrigens hier Familie und so ist wichtig, ich wollte, dass sie irgendwie hier was werden. Ne? Im Grunde sagt er ja am Schluss, ich wollte, dass sie lieben können. So, das ist quasi sein Geschenk an Picard. Und dafür ist dieser komplette Story-Arc. Nicht, dass er lieben kann, dass er nicht alleine ist, weil er stirbt alleine. Okay. Davor hat er ja Angst. Okay, ja, so rum. So rum. Was ich an der Q-Geschichte nicht mag in dieser Staffel, ist, dass da so viele Dinge ungeklärt sind. Ich meine, ja, okay, Q ist irgendwie göttlich und so und göttlich ungeklärt, das passt immer ganz gut zusammen. Aber warum ist er der Psychiater von René? Wie hat er diese Position bekommen, ohne Kräfte zu haben? Warum geht er zu Noonien Soong? Nee, der heißt anders hier, ne? Adam. Adam Soong. Und zu viele Songs. Und hilft ihm irgendwie mit Kore und dann aber doch nicht und dann setzt er Kore frei und warum das alles? Und die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, ja, das gehört halt irgendwie alles zu dieser Geschichte, damit am Ende Picard merkt, dass er nicht alleine sein muss. So. Genau, er macht das alles. Und das kommt ja in diesem einen, dieses Gespräch, das in der 10. Staffel da ist, wo Q im Prinzip ganz, ganz viel erklärt, beziehungsweise eigentlich Jean-Luc viel erkennt. Das erklärt alles in vielen oder einigen kurzen Sätzen. Muss es denn immer irgendeine Auswirkung auf das Universum haben, auf die Galaxie oder sonst was? Because you matter to me, weil sie mir wichtig sind. All das, was er gemacht hat, also auch, dass er musste... Q musste der Therapeut von René werden, weil er wusste, dass Picard über Tellen es sehen würde, dass er versuchen würde, sie davon zu überzeugen, die Mission abzubrechen, was Picard dazu bringen muss, das zu verhindern, weil seine Ancestor, wie heißt das, seine Vorfahren, die hat das gemacht, sie muss das machen, damit die Welt zu einem besseren Platz wird. Mhm. Er hat es wirklich alles, das sind so kleine Sätze, witzigerweise, und eigentlich sollte das nicht so sein, aber das kommt auch nachher so ein Problem, das ich mit der Staffel habe. Das ist mir wirklich nochmal, also ich habe es mir schon zurechtgelegt, aber es wird diesen Satz, dass ich das kapiert habe, erst nochmal in einem Rewatch. Und eigentlich sollte es ja nicht so sein, dass ich etwas zweimal gucken muss, damit ich es verstanden habe. Ist leider hier so, weil es sehr, sehr dicht gepackt ist auf der anderen Seite. Und da kommen wir noch zu, einfach Zeiten uns um die Ohren gehauen werden, die man für was andere hätte nutzen können. Er macht es nur, damit dieser Punkt am Ende da ist. Picard erkennt, okay, ich bin nicht schuld. Dadurch kann ich mich öffnen, um nicht alleine zu sein. Aha, alles gut, toll, klatschen, Applaus, der Vorhang fällt.
Ja, das kann man so machen. Das finde ich jetzt geschichtlich fragwürdig. Also die Motivation, ja, okay, ich erkenne das an, dass das möglicherweise die Erklärung ist, aber ich finde sie einfach nicht gut. Nee, es ist halt schwierig, aber man merkt das, haben wir da jetzt on tape schon drüber gesprochen? Doch klar, das ist dieses Gespräch, was ich am Anfang gesagt habe, wo Q, wo wir dachten, er spricht mit René, wo sie am Tisch weiter sitzt. Ja, genau, ja. Das ist, wo er mit sich selber spricht, weil ihm klar ist, dass er einfach ein Risiko eingeht für das Universum oder beziehungsweise zumindest diesen Teil für den Alpha-Beta-Quadranten, vielleicht auch für den Delta-Quadranten, na gut, die Borg sind auch kaputt. Wer weiß, wo die Konföderation überall in ist. Diese Gefahr nimmt er ja auf sich, nur für Picard. Erzählerisch, also wird für mich, ist es inzwischen logisch, finde ich auch okay, ist es, weiß ich nicht. Ja, also, ja, kannst du halt machen, aber ich verstehe jeden, der da sagt, das passt für mich nicht. Ja, ja. Aber weil du halt es zweimal hinterfragen musst und wirklich diese kleinen Krümel, die du bekommst vom Q, gerade in diesem letzten Gespräch, und wenn man dann da vielleicht noch eine Träne wegdrückt, dann ist es weg. Wie du in einem deiner anderen Podcasts immer so schön sagst, wenn du eine Zusammenfassung machst, nicht blinzeln, weil dann hast du es nicht gesehen. Das ist hier auch. Ja. Das hast du hier auch. Also ich... Ja, also mir passt schon irgendwie nicht so ganz, dass in beiden Staffeln so dieser Taschenspielertrick ist vielleicht ein bisschen zu abwertend, aber also dass sie sich dieses Kunstgriffes bedienen, am Ende eine wichtige Person aus dem alten Universum zu killen, das finde ich halt tatsächlich ein bisschen dünn. Ich hätte mir für diese Staffel da auch echt eine andere Logik überlegen können. Es hätte zum Beispiel auch sein können, dass wir sind ja jetzt in der letzten Staffel eingeführt worden, dass es im Universum immer noch andere Kräfte gibt, ne, diese komischen AI-Verbünde außerhalb der Galaxien oder wie auch immer das genau funktioniert. Und man hätte jetzt ja auch sagen können, hey, das große Ganze, was das Universum auch immer ist, ist eben groß und mysteriös und es gibt vielleicht auch noch über den Qs oder zumindest parallel zu den Qs auch noch so ein paar andere Viecher und aus Gründen, die jetzt nicht genau erläutert werden können, weil es vielleicht auch die Bandbreite unserer beschränkten Vorstellungswelt halt übersteigt, ist das Universum an einer Art Wendepunkt und da muss Q jetzt irgendwas machen und die Figuren, die sozusagen da damit eine Rolle spielen, die wählt er eben auch aus und deswegen ist auch Zeitreise und Pipapo wichtig, dann hätte man auch dem ganzen Thema, weswegen sie in der Vergangenheit vielleicht sind und da irgendwas machen müssen, auch noch eine gewisse größere Bedeutung geben können, weil so ist mir das eigentlich völlig unklar, was das eigentlich alles soll, also das ist sozusagen nur so die Bühne, auf der jetzt diese Interaktion stattfindet. Da war jetzt, da jetzt mal wieder versuchen, Shakespeare zu spielen, wo irgendwie Leute halt gekillt werden, die man vielleicht nicht mehr so ganz gut gebrauchen kann oder die vielleicht jetzt auch sagen, ey, ich mache jetzt einfach noch diese eine Staffel mit und dann reicht's mir mit Star Trek mal, ne, aus Schauspielersicht. Das finde ich, das mag ich generell nicht so gern. Das ist so eine Sache, die offensichtlich Serienmacher aus Not oder aus meiner Sicht aus einem Wunsch, eine Dramaturgie zu erzeugen, die für mich nicht funktioniert, grundsätzlich nicht so gut funktioniert, immer Leute zu killen. Ne, also gibt auch viele andere Beispiele, wo ich immer denke, ey, wenn er aus irgendeinem Precinct, irgendeinem Polizeipräsidium verschwinden muss, der kann auch einfach eine andere Stelle woanders annehmen oder krank sein oder danach keinen Bock mehr haben oder eine große Reise machen oder sonst was. Und hier finde ich, hätte Q auch einfach irgendein anderes Q-Ding danach vorhaben können oder so, ja, und geht jetzt sozusagen in ein anderes Department, wo er dann einfach in einem anderen Universum jetzt Aufträge hat oder so, keine Ahnung, ja, also ja. Da hätte man, finde ich, noch ein paar Überlegungen extra drehen können und die Dramaturgie trotzdem dadurch erzeugen, dass man zum Beispiel sagt, dass Q vielleicht umgekehrt sagt, hey, ich weiß einfach, ihr Menschen seid sterblich, wenn du jetzt noch eine Beziehung haben willst, dann wird jetzt mal Zeit. Ne? Also ja. Da hätte man für mich auch genug Dramatik mit erzeugen können, dass Q jetzt stirbt. Ja, das ist eher so, ja, okay, Data ist gestorben, Q ist gestorben, mal sehen, wer jetzt nächste Staffel stirbt. Das ist so, ja, okay, alles klar. Aber witzigerweise, ich habe an Data gar nicht mehr gedacht, den sie denn ja nochmal umgebracht haben. Und das liegt auch wieder ganz egoistisch, ne? Ich möchte halt nicht, dass die tot sind. Ich möchte halt gerne, dass da noch irgendwie vielleicht noch was kommt. Dass in meiner Welt, genauso wie Picard sich ja vorstellt, dass seine Mutter am Tisch sitzt und irgendwie als alte Frau Tee trinkt, stelle ich mir halt in meinem Primaten- und Star Trek-Fan-Kopf vor, dass der Picard irgendwo noch mit Q, der mal kurz seine übermenschlichen Fähigkeiten mal ausgemacht hat, und Data, der vielleicht auch mal seine Kompetenzen ein bisschen runtergesetzt hat, an irgendeinem
guten Tisch Poker spielen. Ja. Oder Schach oder von mir ist auch nur ein Saufen, ja. Oder einfach nur irgendwie reden. Also das stelle ich mir halt so vor. Und dass mir diese Möglichkeit genommen wird, mir das vorzustellen, das gefällt mir einfach nicht. Das ist so letztlich ganz egoistisch. Kann ich total nachvollziehen. Deswegen habe ich ja in zur 10. Folge gesagt, ich glaube nicht, dass der tot ist, weil ich es nicht will, weil ich Q liebe, weil ich ihn toll finde. Deswegen ist ja meine Theorie noch immer, Q wird garantiert kommt noch mal wiederkommen als Reisender. Ich für in meinem Kopfkanon, die können erzählen, was sie wollen. Die Q sind nur ein Zwischenschritt und die Reisenden sind viel, viel krasser. Okay, ich habe nicht das Problem, interessant, ich habe nicht das Problem tatsächlich mit Data, dass Data tot ist oder schon wieder tot ist oder nochmal tot ist, keine Ahnung. Aus dem folgenden Grund, weil ich 20 Jahre lang Zeit hatte, nach Nemesis mich damit abzufinden, dass Data schon tot ist. Ich habe immer gedacht, dass sie ihn irgendwie aus B4-Komponenten wieder zusammenbauen. Das war so meine Fantasie. Das habe ich gehofft direkt nach dem Film, weil ich immer noch gehofft habe, irgendwann kommt da nochmal ein Film, aber um einfach diese Katastrophe von Star Trek 10 wieder wegzumachen, haben sie ja nicht gemacht. Ja. Keine Ahnung. In den Büchern ist er ja wiedergekommen. Das ist total toll. Also wurscht. Aber geschenkt, ich will doch nochmal einen Satz sagen, weil ich habe jetzt noch zu Delancey selber einmal noch, also natürlich grandioser Schauspieler, alles was der macht ist Gold. Da weiß ich gar nicht, ob es so eine Entwicklung gibt. Vielleicht doch ein bisschen. Ich finde, er spielt sogar noch grandioser als in den originalen TNG-Folgen. Und ehrlich gesagt, das war schon ganz schön grandios. Finde ich auch. Meine Meinung. Das liegt auch daran, dass er, finde ich, ziemlich gut gealtert ist. Also er sieht einfach wirklich, also er hat eigentlich das, was die Queen an royalistischer, also an böser Royalität ausstrahlt, das hat er jetzt irgendwie, also er hat irgendwie sozusagen wie, ich sag mal so eine Art, was Graf Dracula-artiges irgendwie, bringt er jetzt noch in die Rolle Q mit rein. Also er hat irgendwie auch was Aristokratisches, irgendwas, das ist vielleicht nicht der ganz richtige Begriff, aber er wirkt einfach noch viel ernstzunehmender und seniorer und reifer und irgendwie einfach eindrücklicher, echter, also greifbarer. Also es ist irgendwie wirklich, also ich finde es wirklich majestätisch, irre guter Schauspieler. Tippitoppi, also absolut. Ja, doch. Ich verstehe, wo die Probleme da sind oder sein können, aber ich sag da nachher nochmal was zu. Tatsächlich, weil ich einfach es toll finde. Aber gut. Okay. Hast du noch was? Zu Q? Nö. Ich glaube auch nicht, dass er tot ist. Also, ne, ich meine, warum sollte er? Man könnte das, ne, also der große Punkt, warum ich nicht glaube, dass er tot ist, ist, der ist einfach eine sehr praktische Figur. Mhm. Ne, irgendeine Art Q, warum nicht einfach irgendwie den wiederbringen so? Der hat halt geglaubt, er stirbt, weil er in die Zukunft nicht mehr reingucken konnte. In Wirklichkeit hat er aber nur einen Pickel am und genau. Dann taucht er wieder auf. So. Er ist einfach nicht mehr Q der Graue, sondern er ist jetzt Q der Weiße. Und dann sieht er aber auch plötzlich wieder anders aus, weil John Lennon ist natürlich alt geworden. So. Die müssen, wenn die in 30 Jahren den wieder ausgraben, dann ist es halt plötzlich der gleiche Q, aber aus einer anderen Zeit. Du hast es in der letzten Folge gesagt. Der macht jetzt nur eine Metamorphose, ne? Ja. Stimmt. Also taucht er bei Discovery Staffel 5 auf und dann taucht er bei Strange New Worlds auf, Staffel 12. Du hast es gesagt, Q ist ja zeitlos und er hat ja selber gesagt, er kommt nochmal wieder, weil er muss ja Geinen noch treffen und dann ist das der Q und dann haben wir natürlich noch die Variante, dass wir am Ende diesen Bling gesehen haben. Das ist ja dieses von diesem Schnipsen der Ganz Q. Genau, ja. Er hat selber gesagt, seine Reise geht jetzt weiter oder er reist jetzt fort. Oder wegen dieses ganzen Zeitdings, was ja auch keiner richtig durchblickt, ist das vielleicht wirklich der Q, der am Ende irgendwann mal stirbt, aber der taucht wieder auf, weil er auf einer anderen Ebene die ganze Zeit immer noch da ist, während na klar. Die Menschheit existiert. Und wenn er zeitlos existiert, sondern stirbt er halt in diesem Moment, ist er aber davor und danach einfach da. Genau. Und kurz bevor er stirbt, hat er sich noch schnell weggeschnipst und seinem früheren Ich alles erzählt, damit der das schon wusste. Ja, und dann ist er wieder zum Stirb und der weiß natürlich Bescheid, dass Picard, Jean-Luc und er, ist egal. Wisst ihr was, Leute, ich bin wieder zufrieden. Ja, tipptopp. Ich finde, wir haben das alles aufgeklärt. Wir müssen das jetzt nur mal laut genug da rausschreien, dass die Autoren das auch alle mitkriegen. Das haben wir letztes Mal schon gesagt. Ich freue mich. Ich habe mich auch gefreut, Annika zu sehen, wenn ich mal überleiten darf. Ich fand es wirklich toll, weil wir haben nicht nur Seven of Nine, wir haben auch Annika gesehen. Aber hat sie eine Entwicklung gemacht, unsere liebe Jerry Ryan? Nein, sie hat überhaupt keine Entwicklung gemacht. Also, das meine ich tatsächlich total ernst. Ich glaube, sie hat uns nur, wir haben es ja in der Serienbesprechung auch ein paar Mal gesagt, sie hat uns im Grunde nur gezeigt, wer sie ist,
Aber ich glaube nicht, dass sie sich entwickelt hat in dieser Staffel. Sie hat eine kleine Entwicklung bekommen, nämlich eine Beförderung. Sie ist Präsidentin der Welt. Sie kann Chefin eines tyrannischen, massenmördenden Staates sein. Ja, gut, also als ehemalige Borg. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also da hat sie ja so keine Entwicklung gemacht, sie hat nur den alten Job fortgeführt. Sie ist einfach 5-Sterne-General in einer anderen Armee, ne? Nein, also sie hat halt, also möglicherweise sehen wir da halt nochmal jemanden, weil sie hat jetzt ja ihren Captain-Posten bekommen, keine Ahnung. Ich sehe das so wie Arne. Sie ist Seven, aber ohne Seven zu sein. Wir haben mal die Möglichkeit, oder sie hatte mal diese Möglichkeit, sie hat mal gelächelt, dieses, wie sie mit dem Kind, als sie in der in 2024 aufgetaucht ist, hey, verrat mich nicht, wie sie losgelöst bei der Party mit irgendwelchen Leuten gechattet hat, also gesprochen, Entschuldigung. Das ist total niedlich, das zu sehen. Ich denke, für Jerry Ryan, die halt in der ersten Staffel wirklich halt ihre alte Rolle wieder aufgenommen hat, hier konnte sie was anderes zeigen, aber sie ist Seven. Also da ist keine großen Ups und Downs. Ich finde das toll, das war okay. Aber ich finde schon, dass sie ein bisschen mehr in dieses Menschsein noch reingekommen ist, ne? Weißt du, wo sie da die Gags macht und wo sie zusammen mit Musiker halt diesen Wachmann da betuppt, um von da oben irgendwie angeblich ein Foto zu machen. Also ich gebe zu, ne, da ist die Bandbreite nicht so groß, aber ich glaube, sie ist noch, also ich zumindest habe Seven aus der Voyager halt immer noch am Ende auch als relativ spröde Person, die halt, also es echt schwer hat, mit der Menschlichkeit klarzukommen. Und auch in der ersten Staffel, da ist sie quasi nur Anti und hat sich quasi eigentlich nur einen neuen Kampf gesucht, wo sie jetzt quasi da alte Borg und danach dann noch irgendwie quasi so Social Justice Warrior mäßig irgendwie da quasi ihre Aggression letztlich kanalisiert. Und das, finde ich, hat sich hier ein bisschen aufgelöst. Und davon mal ab, schauspielerisch, super Leistung. Ich finde Jerry Ryan sonst eigentlich, fand ich immer so, Bandbreite nicht so hoch, gefällt mir zwar immer gut, was sie macht, aber Bandbreite nicht so hoch. Finde ich, ist hier gar nicht so. Sondern ich finde, sie hat hier also auch ein ganzes Stück an Dynamik mehr noch entwickelt. Also ich finde, dass sie mit dem Alter wirklich eine immer bessere Schauspielerin auch geworden ist. Ja, das ist die Erfahrung. Ne? Ich meine, sie ist als Model, sie ist als Model zu Voyager gekommen und konnte sich dann entwickeln. Ja. Also menschlicher natürlich, weil sie ja rein menschlich, oh, das klingt so falsch. Also sie ist ja nur noch Mensch gewesen. Durch den Schnips ist sie ja wirklich nur Annika gewesen. Alle Borg-Implantate waren weg. Das hat sie toll gespielt, aber wie gesagt, also es ist keine große Veränderung oder am Ende ist sie wieder die sie ist, mit einer kleinen Ausnahme. Nee, eigentlich auch das nicht, weil also das Knistern zwischen Raffi und Seven, das haben wir die ganze Zeit gemerkt und haben sich geküsst und da werden wir sehen, ob sich da noch was entwickelt oder nicht. Ich fand das ein bisschen hanebüchen tatsächlich, dass sie am Ende dieser Staffel genau dieselben Implantate hat wie am Anfang, obwohl es völlig andere Implantate sind. Die waren bezahlt. So, das ist halt so, Die waren halt bezahlt, die waren da und haben sich noch, aber ich meine, es kann natürlich auch sein, wir haben es ja auch sonst nie gesehen, wenn ich mich täusche, dass die gleiche Person zweimal assimiliert wird. Vielleicht bilden sich diese Assimilationen bei der gleichen Person immer gleich aus. Das könnte natürlich sein, weiß ich nicht. Vielleicht muss man so sehen. Halber eine Erklärung so. Finde ich auch. Vielleicht hat sich Agnes einfach gedacht, ach komm, ich mach dich wieder zu dem, was du warst, weil... Vielleicht ist es auch einfach so, dass sie da nicht drüber nachgedacht haben und sie einfach hinterher genauso aussehen muss wie am Anfang. Ja. Ich glaube, die waren einfach schon bezahlt. Ach nee, das hast du schon gesagt. Da gebe ich dir recht, das ist wirklich so ein bisschen... Es wäre ein bisschen was anderes gewesen, aber da, ich denke, das ist einfach für uns doofe Zuschauer, dass man sagt, ach guck mal, jetzt ist sie wieder die, weil das kennen wir seit 20 Jahren, dieses Gesicht. Ja, 100 Pro. Ja. Es wäre ein bisschen komisch gewesen, ihr jetzt plötzlich, keine Ahnung, was anderes auf die andere Wange zu machen oder so. Gut, das sieht aber nicht aus. Denke ich, weiß ich nicht, keine Ahnung. Kann man drüber hinweggucken, aber es ist auch so, es ist kein Loch, aber es ist so ein kleiner Huppel. Ja. Wenn wir bei Seven sind, würde ich kurz über Raffi sprechen wollen. Was sagt ihr? Die fand ich in der ersten Staffel sehr, 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 sehr geil und in dieser Staffel sehr mäßig. Ja. So, also, weil sie hat im Grunde immer nur dasselbe Schema gefahren. Am Anfang war sie so, hey, geil, Elnor, ich finde dich so süß, komm, lass uns doch zusammenbleiben hier auf dem Schiff in der Sternflotte überhaupt so. Oh nein, Elnor ist tot, Picard ist schuld, ich mache plötzlich nur noch Dinge, die ich richtig, richtig, richtig finde. Und das hat mit Gewalt dann zu tun. Ich habe eine Waffe dabei, obwohl ich allen anderen verboten habe, eine dabei zu haben und so weiter und so fort. Und das ist einfach,
Bisschen, ja. Also ich sag mal so, ihre Dynamik ging da einfach völlig zugrunde. Ich finde, in der ersten Staffel war sie stärker, weil sie mehr im Fokus stand. Kann sein, ja. Sie haben Raffi Musiker sehr in den Fokus gestellt. Das haben sie hier versucht. Ich habe ja auch schon gesagt, also ich sehe diese Frau als psychisch schwer krank an, durch den Tod von Elnor. Die hatten posttraumatische Belastungsstörung dadurch. Das zeigen sie uns auch. Sie sagen es im Prinzip ja sogar dadurch, dass sie ihn immer wieder sieht. Aber wir haben keine Zeit, das mehr auszunehmen, und dadurch fällt sie hinten rüber. Sie ist schwerkrank, es wird nicht drüber gemacht. Am Ende lächelt sie, weil Elnor wieder da ist, alles schickilacki, alles toll, alles tutlied. Aber dadurch auch wenn Elnor am Ende wieder da ist, dann hat sie den ganzen Ballast, den sie in der ersten Staffel schon hatte, ja trotzdem. Ne? Ihr Sohn Gabriel, ihre verhunzte Beziehung, die Geschichte mit Picard, 15 Jahre lang irgendwie Streit gehabt, was weiß ich was. Also, aber es ist halt, wie gesagt, da kommen wir ja bestimmt noch drauf. Es ist halt so viel, was sie uns erzählen wollen, und da war einfach nicht mehr genug Platz. Leider. Ja, ich mag Raffi Musiker noch immer sehr. Man hätte hier auch mehr draus machen können und müssen, gerade wenn ich mit dieser psychischen Nummer anfange. Mhm. Aber es war kein Platz dadurch. Und dadurch fällt sie hinten rüber. Und das finde ich schade. Finde ich wirklich schade. Weil sie so stark war in Staffel 1. Ja, sehe ich auch so. Ja, ich finde, sie haben hier echt ein bisschen wenig, also die Autoren haben da einfach ein bisschen weniger Arbeit geleistet. Und das ist schade, weil ich glaube, also es liegt auf keinen Fall an ihr. Nein. Liegt auch nicht an dem Potenzial, dass die Figur gehabt hätte, sondern da ist einfach tatsächlich zu wenig Arbeit reingegangen. Ja, genau. Sehe ich auch so. Und ich finde auch, also auch das muss man dieser Serie ankreiden, da waren einige Szenen drin, einige Folgen drin, die wir hätten weglassen können. Hätten wir gut mal Raffi schenken können. Ja, das finde ich auch. Da kommen wir gleich zu. Da kommen wir noch zu, wenn wir zu den Fragen kommen. Aber ja, ich finde, das passte hier jetzt auch gut. Ja, das stimmt. Das meine ich ja damit. Da hätte man dieses Problem auch. Sogar eine komplette Folge. Richtig. Raffi, starke Frau. Also Star Trek Musiker würde ich auf jeden Fall gucken. Jo, absolut. Ich würde gerne zu einer anderen Doppelperson. Wir hatten ja vorhin Agnes und Queenie. Ja. Es gibt da noch eine Schauspielerin, die ich toll finde, die aber zwei Figuren gespielt hat. Orla Brady. Da haben wir Laris und Talon. Warum zum Geier sehen die gleich aus? Sind die verwandt? Picard sagt, es könnte ja sein, also nachdem sie sagt, guck mal hier, ich bin Romulanerin, ah, ich wusste es doch, ja, der Cap weiß immer alles. Er sagt es könnte ja sein. Warum ist das gemacht? Natürlich aus einem einzigen Grund, dass er die ganze Zeit an ihr rumgucken kann und damit sie das am Anfang haben kann. Ja. Sie steht da, er guckt, Laris, ah nee, ich bin Talon, ach so. Aber sie sagt es ja sogar auch in, ich glaube, der fünften Folge. Das sind alles Klone, diese der romulanische Anteil dieser Watcher sind alle Klone. Ja. Da sagt es ja, sie haben es schon wieder getan, sie haben mich Laris genannt. Ja. Natürlich haben sie Talon von Orla Brady spielen lassen, damit hier gezeigt wird, also es geht ja darum, dass er eigentlich sie toll findet, aber durch sein Trauma, also er findet Laris toll, aber durch sein Trauma kann er ja ihr Angebot, das sie ihm macht, in der ersten Folge nicht annehmen. Also setzen sie eine Figur hin, die ihn daran erinnert, damit wir dann das Trauma aufbauen können, damit er sie dann am Ende verliebt angucken kann, sie verliebt zurückgucken kann. Na klar, und wir haben die Schauspielerin ja schon da. Wir kommen ja gleich noch zu zwei anderen Schauspielern, die da sind und völlig sinnlos sind. Ja. Hier ist sie nicht sinnlos. Ich will nicht sagen, ich vergöttere Orla Brady, aber beide Figuren spielt sie klasse, aber man hätte da auch, ich weiß es nicht, von mir aus Brent Spiner als Frau hinstellen können. Der hätte diese Figur auch spielen können, aber dann hätte man etwas mehr erklären müssen. Eigentlich nicht. Weil dieses schöne Trauma wäre dann trotzdem weg gewesen vom Admiral und er würde dann wieder Orla Brady toll finden. Ich fand es toll, sie zu sehen, es ist aber nicht notwendig. Auf der anderen Seite spielt sie es gut. Sie spielt es das gut. Das auf jeden Fall, aber es wäre nicht notwendig gewesen. Es wäre nicht notwendig gewesen, Talon von Orla Brady darstellen zu lassen. Ja. Ich habe auch das Gefühl, das ist hier so eine Autorenentscheidung, die sich dachten, oh Mensch, wir mögen diese Orla Brady so gerne, die spielt so schön. Laris haben wir jetzt aber leider rausgeschrieben, die taucht nur am Ende nochmal auf. Können wir nicht vielleicht da hier andere Rolle und so, gleiche Figuren? Das ist auf Führungsebene. Wie diese beiden Figuren, über die wir nachher auch noch sprechen, da kommt noch eine andere Figur vorher. Diese beiden anderen Figuren, die völlig sinnlos sind, aber die hatten wir in der ersten Staffel, also müssen die Schauspieler wiederkommen. Also ich hab, über die Charaktere erfährt man wenig. Also mit Laris passiert ja nichts, die ist am Anfang da und am Ende. Und Talon ist dann halt, Laris, Laris, genau, und Talon ist halt einfach
da und dann tot und man weiß eigentlich auch nicht besonders viel über sie. Also sie hat so Dinge zu tun und hilft irgendwie und ist dann zwischendurch auch ein bisschen bockig und dann weiß sie Picard richtigerweise auch ein paar Mal zurecht und rückt ihn zurecht. Aber ansonsten erfährt man eigentlich nicht viel. Nee. Und da sie ja auch sozusagen dann tot ist, spielt sie halt auch in Zukunft keine Rolle mehr. Also das ist so ein bisschen, keine Ahnung, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, ob das überhaupt sinnig war und keine Ahnung. Finde ich toll, weil sie uns was über die Romulaner, wir haben in der ersten Staffel viel über die Romulaner. Ja, erste Staffel super, und keine hier, Frage. Hier wissen wir wieder was Neues, Jabban hat bei den Fans nicht funktioniert, deswegen ist er tot gewesen. Auf den wollte ich nämlich auch noch eingehen, weil ich diese wir sind 15 Jahre verheiratet, Jabban und Laris, und jetzt ist er anderthalb Jahre tot, offscreen gestorben worden, ja. Und plötzlich findet sie Picard mega geil. Aber das erklärt sie, und das finde ich auch interessant. Also ich meine, das ist ja eine andere Spezies und sie sagt, wir lieben auf eine andere Art und Weise. Außerdem haben die gelernt, sich zu lieben, weil sie einander versprochen worden sind und die kamen halt ganz gut miteinander klar. Das Romulaner-Lieben, das halte ich immer noch für völlig unwahrscheinlich. Ja, ist irgendwie komisch. Und deswegen mag sie den anderen jetzt ganz gerne. Und das ist ja nicht, dass sie jetzt, also Laris hat der Picard nicht gesagt, ey, ich finde dich total geil, lass uns in eine Kiste hüpfen, sondern ich, so wie die, das war so ein, ich finde dich interessant und ich finde dich toll und du bist mein Chef gewesen, jetzt sind wir hier so als Kumpels zusammen und ich finde dich eigentlich ganz toll. So habe ich das interpretiert. Und das sagt sie ja auch in dem Gespräch Cheers Big Ears, wo sie da Wein trinken, dass das halt was anderes ist. Fand ich okay. Aber das war auch so ein bisschen das Einzige. Ich konnte Laris wiedersehen, aber wir haben was so ein bisschen gelernt, nur in Anführungsstrichen, über die Romulaner wieder mehr, was den Kanon erweitert. Es widerspricht nicht irgendwas anderem. Finde ich okay. Stimmt. Und Talon, gebe ich dir recht, ist eine tolle Figur. Ist eine tolle Figur. Es ist diese Supervisor kennen wir aus TOS. Es ist ein bisschen weiter erzählt, kratzt ein bisschen dran, aber ich finde es interessant. Diese Figur finde ich super. Eine Entwicklung können wir nicht sagen, weil wir sie nicht großartig kennengelernt haben. Nur hier. Ja. Und sie ist diese taffe Frau, die diese junge Frau aufpassen soll, die dem Admiral endlich mal sagt, bis hierhin und nicht weiter. Wer hat sie eigentlich zum Chef gemacht? Ja. Aber da ist halt keine Entwicklung drin, sondern doch, was du eigentlich sagst, ist die Entwicklung. Also sie ist ja am Anfang eigentlich jemand, der quasi nur aus dem Off guckt, geht's denn der René eigentlich gut? Und dann traut sie sich eben doch mal mit ihr in Kontakt zu gehen. Das ist schon eine starke Entwicklung. Okay, Und Nummer zwei ist eigentlich auch, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass sie quasi, also als wichtiges Element eben den Picard mal auf den Topf setzt. So, das ist dann quasi, sie ist halt Entwicklungsgehilfin für Picard an dieser Stelle. Und dadurch ist es doch sehr wichtig. Ich nehme meine Meinung zurück. Also Talent finde ich eigentlich doch ganz schön klasse. Und ich glaube, Laris ist einfach so ein bisschen Projektionsfläche und auch jetzt Vehikel dafür, dass der Picard jetzt mal so eine Perspektive auf so eine Beziehung irgendwie hat. Die ist natürlich auch sonst toll, aber das ist zumindest ihre Rolle jetzt in dieser Staffel so gewesen. Und ich finde es auch irgendwie als Perspektive, dass eine Spezies, die vielleicht mit Liebe auch ein etwas komplizierteres Verhältnis hat, weil sie sowieso so Geheimniskrämer etc. sind, zumindest so habe ich die Romulaner im Kopf, das passt, finde ich, eigentlich auch ganz gut zu jemandem, der da vielleicht selber ein Verhältnis hat, das so ein bisschen schwierig ist hier, PK. Ja. Talon hat aber tatsächlich noch eine Entwicklung, die wir noch nicht angesprochen haben, und es ist auch schon eine halbe Überleitung zur nächsten Figur, weil wir lernen sie nämlich kennen, indem sie sagt, Geinen, verpiss dich, du musst jetzt hier auf jeden Fall verschwinden. Geinen, hau ab, du, ich mein's ernst, du haust jetzt wirklich ab, sonst mach ich dich platt, und zwar richtig toll, also du gehst jetzt sofort aus meinen Augen. Macht sie eine Entwicklung durch zu Geinen, was, wie? Nee, völlig egal, mir egal. Das stimmt. Ja. So, ich meine, in dem Moment, wo wir sie kennenlernen, so, natürlich ist das auch Zuschauer-Verwirrungstaktik, da ist sie voll kontra Geinen und andersrum auch. Und ab der Szene, wo sie selber ist, ist es sowas von völlig egal. Und das finde ich, ist richtig schwach. Also schreiberisch ist es schwach. Moment, treffen die beiden sich danach nochmal wieder? Nein, aber sie taucht doch überhaupt nicht mehr auf. So, ja, Picard muss ich skeptisch sein, weil der kommt mit Geinen gut klar, so nein. Aber vielleicht wollte Talon ja einfach nur ein Bild gegenüber Geinen haben und deswegen kann sie danach anders sein. Ach, keine Ahnung. Mir fällt gerade was auf, dass wir noch eine Figur in unsere Liste gleich mit aufnehmen müssen. Ich weiß das. Ja, die fehlt uns ich noch. Ich finde es total lustig, dass du sie überhaupt nicht aufgeschrieben hast. Ja, ich meine nicht sie, sondern ihn. Nee. Soji hast du nämlich überhaupt nicht aufgeschrieben. Ja, die würde ich bei Kore mit Nein reinnehmen. Das ist genauso irrelevant wie Kore. Nein. Christopher. Okay.
Stimmt, und der natürlich. Ist wichtig, bevor wir vielleicht. Also, Rias. Ich dachte, du warst für einen FBI-er gern. Christopher, ja, hätte ich irgendwie gedacht, stünde du eh drauf. Nee. Lass uns mal Christopher mit reinnehmen, weil ich das ganz spannend finde, denn wir haben mal gesagt, Maurice sagte ja zu Jean-Luc, dass selbst die nächsten Freunde ihn Captain nennen und keiner ihn Jean-Luc nennt. Das stimmt so nicht. Musiker. Die nennt ihn JL, richtig? Erstmal ja. Das. Dann haben wir. Beverly, ja, genau, Beverly. Wir haben Laris, die ihn Jean-Luc nennt. Ich meine Tellin auch. Und Cristobal macht es auch ganz am Ende. Cristobal, ja, auch eine der grandiosesten. Riker. Nennt er ihn Jean-Luc? Glaube schon, ja. Also das nicht immer, aber. Ja. Schwierig, aber ich glaube, da wollte Maurice auch ihn auch nur pieksen. Cristobal, eine der unerwartetsten oder vielleicht auch erwartetsten Entwicklungen dieser Staffel. Also für mich ist die Entwicklung, die er vor dieser Staffel macht, noch viel krasser, weil er nämlich plötzlich offensichtlich nicht mehr so durch ist, wie er in der ersten Staffel ist, sondern einfach plötzlich ein Captain von einem Raumschiff sein kann. Nee, dass er sein kann, das wussten wir, weil er ist Commander eines Raumschiffes gewesen, musste dann zusehen, wie sein Captain erschossen worden ist. Ich weiß, genau, aber der hat ja voll den Ballast abgekriegt und kann jetzt aber trotzdem aus psychologischer Sicht für der Sternenflotte kann er jetzt wieder Captain sein. Ja gut, aber wir haben ja auch einen Admiral gehabt, der 2 Flaggschiffe kommandiert hat, dessen Mutter sich erhängt hat. Das wusste ja die Sternenflotte nicht. Nee, genau, vielleicht na gut, sagen wir mal so, das kommt ja so ein bisschen auch durch in dem Gespräch zwischen Cristobal, also zwischen, ich finde den Namen schwierig auszusprechen. Also sag zwischen doch Rios, wie alle anderen Menschen. Rios oder Chris. Noch. Ja gut, dann nenne ich halt Rios. Zwischen Rios und Seven. Er versucht ja irgendwo Picard, ohne zu Picard zu sein, auf der neuen Stargazer. Und Picard wird ihn da ja mit hingeschoben haben, weil Picard ja in der ersten Staffel auch immer gesagt hat, sie sind Sternenflotte. Picard wird ihn da hingeschoben haben und weil Picard ja sein, er sagt ja, er sieht ihn so ein bisschen wie ein Vater, wird er das für Picard gemacht haben. Und er hat die Ausbildung und deswegen kann er das auch. Aber so richtig wohl fühlt er sich nicht, weil sonst würde er am Ende nicht da sein. Er sagt so häufig, die Stargazer findet er cool, aber zu der schwarzen Cloaking, die also hier Tarnkappentechnologie La Sirena aus dem bösen Spiegeluniversum, das war das Wort, vielen Dank, sagt er mehrfach, mein Schiff. Das ist er. Er ist dieser Haut drauf. Er ist Han Solo. Und zu so einer Figur, finde ich, passt das natürlich für mich logischerweise viel mehr, dass er sich wieder weiterentwickelt zu einem Indiana Jones-mäßigen Typen, der mit einer hübschen Frau durchbrennt und irgendwo versucht, Menschen medizinische Hilfe zu leisten. Weil das ist ja das, wohin er am Ende hingeht und wo er auch endet. Ja. Und das ist so selbstlos hätte ich Indiana Jones übrigens überhaupt nicht eingeschätzt, aber ich weiß, was du meinst. Ich wollte jetzt auch nicht über Indiana Jones diskutieren. Nein, da gibt es keine Diskussion, der ist völlig irrelevant. Im ersten. Aber ich finde ihn gut. Ich mochte ihn im ersten schon. Ich hätte. Indiana Jones jetzt oder? Rios. Okay. Ich finde auch Indiana Jones gut. Auch im ersten? Nee, gerade im ersten Teil. Auch wenn er halt weg hätte, ich mochte Rios schon im ersten, ich finde ich toll. Ja. Den haben sie gut weitererzählt. Ich finde das Ende gut. Ich muss zugeben, er hat, also diese ganze Nummer am Anfang hat mich genervt. Welche Nummer am Anfang? Ja, wo er dann in die Klinik gekommen hat mit Theresa, habe ich auch gesagt. Der Anfang. Der Anfang ist, wo er der Zigarre rauchende Captain auf das der ist einfach nur Stargazer gut aus. Ist. Das war für mich wieder Fanservice. Nein, ich meine diese ganze Nummer mit Theresa am Anfang. Ja. Aber wenn ich das ganze Bild gesehen habe, zum Ende sage ich, habe ich meinen Frieden mitgemacht, finde ich auch die Geschichte toll, weil es darauf hinging. Und das hast du immer wieder gesagt, warte mal ab, was mit Theresa kommt. Das finde ich schön, das hat Spaß gemacht. Dann am Ende war ich das gesamte Bild, weil ich einfach weiß, dass er damit dieses, als er sagt, nein, ich komme nicht mit und seinen Frieden damit geschlossen hat, habe ich gesagt, okay, finde ich auch, das ist gut. Ich finde auch, er hat insgesamt über diese 2 Staffeln einfach eine sehr gute Entwicklung gemacht. Wir haben ja quasi seinen kompletten Werdegang nach seinem Untergang quasi jetzt miterlebt und ich finde das alles total plausibel. Dass er da bleibt, ist für mich total logisch und völlig in Ordnung. Was ich schade finde im Rahmen mit Rios, ich hätte ganz gerne mehr Emmett gesehen.
Von mir ist auch die anderen noch dazu. Aber auch war schön, dass das wird. Aber nee. Ja. Rios, habt ihr noch was zu Rios? Nee. Dann können wir zu der guten Geinen. Ja, die sehen wir ja in zweierlei Form hier in dieser Staffel. Ja. Hat mich ein bisschen irritiert, aber jetzt auch nicht so doll. Liegt einfach daran, dass die 1993er Geinen nicht available war. Also die konnte nicht kommen, weil die hatte gerade was anderes zu tun. Also mussten wir die 2022er und halt eine doch gute neue Version der jüngeren Geinen. Ich finde die beide toll. Man muss natürlich das so ein bisschen beiseite schieben, was mit der Whoopi Goldberg passiert ist. Kann jeder googeln, wenn er möchte. Da sind ja Aussagen getroffen worden. Das lassen wir mal darstellen. Es ist Geinen gewesen. Also die ältere Geinen, die Whoopi Goldberg Geinen. Das ist Geinen gewesen, wie sie immer da war. Sie hat da aufgehört. Nein, weitergemacht, wo sie damals aufgehört hat. Punkt. Also Entwicklung finde ich jetzt nicht, weil es ist Geinen, wie sie leibt und lebt. Die junge Geinen hat mir gefallen. Ich fand es auch ganz toll, dass wir einfach ein bisschen mehr über die El Aureana wieder gelernt haben. Aber ich habe auch schon gesagt, ich fand es traurig, weil wir das so ein bisschen gehofft haben. Geinen und Q. Was ist da gewesen? Was ist da? Ja, es gab einen komischen Krieg und es gab auch irgendwie einen Krieg, der beendet wurde. Aber wir wollten, warum mögen die sich nicht? Das wurde weiterhin nur angeteasert und da haben sie sich nichts einfallen lassen. Ich hätte es gerne gewusst. Schade, ja. Ich finde auch, dass sie halt diesen komischen Fantasy-Cocktail-Ding, womit sie die Q wie heißt das? Summoning, ja. Herbeirufen können. Das, finde ich, ist ähnlich kacke gelaufen oder ähnlich schwierig gelaufen oder ähnlich unschön, finde ich, gelaufen oder ähnlich unausgenutzt, das ist jetzt das Wort, was ich eigentlich genutzt habe. Das haben sie ähnlich schlecht ausgenutzt wie als Seven of Nine ungefähr 5 Sekunden lang einen Borg-Kubus gesteuert hat. Und für mich ist es zu fantasyhaft. Also sie hätten dann, ich finde, man hätte das gut, also man hätte sich da ein ganz bisschen Technobubble mehr überlegen dürfen und das vor allen Dingen auch elementemäßig etwas besser nutzen können. Also entweder man hätte dann da, das hätte zum Beispiel so einen Puff geben können, dass das nicht funktioniert hat, weil man wegen Q nicht mehr irgendwie sich materialisieren kann. Es kann aber auch sein, dass es irgendwie funktioniert hat, so halb, und Q total verwirrt ist, dass es irgendwie kommt. Ich finde generell, man hätte ein bisschen mehr erklären können über die El Aureana, warum sie denn in der Lage waren, überhaupt mit so einer allmächtigen Spezies sich überhaupt zu messen. Und das ist irgendwie immer noch offen. Ist vielleicht auch gut so, dann ist die Story quasi für was anderes da, aber da hätte ich mir zumindest ein paar mehr Andeutungen irgendwie gewünscht. Ansonsten bin ich tatsächlich, obwohl ich auch erst dachte, naja, man hätte ja auch Whoopi Goldberg weiterspielen lassen können, eigentlich froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil ich finde tatsächlich, die Aging wird ein bisschen inflationär mittlerweile verwendet. Ich finde durchaus, es dürfen auch mal ein paar neue Schauspieler ran. Finde ich auch. Und deswegen finde ich das gut. Aber was du gerade sagtest, es hätte so halb funktionieren können. Es hat ja tatsächlich irgendwie funktioniert am Schluss. Das hat mich irgendwie In dieser FBI-Folge, da kam ja. Q tatsächlich recht, zu ihr. Allerdings finde ich die komplette Herleitung dieser Aktion komplett hanebüchen. Ich wollte gerne mehr über El Aureana wissen, weil ich einfach neugierig bin, was ist das für eine Spezies? Wie haben die denn damals überhaupt gegen diese Borg gekämpft? Und was können die denn jetzt gegen Q ausrichten? Haben wir alles nicht erfahren. Und das finde ich halt so schade. Und dafür haben wir erfahren, dass ausgerechnet Geinen, die einzige El Aureanerin, abgesehen jetzt von Thorin, ist, die wir kennen, eine Flasche in ihrem Schrank stehen hat, mit dem sie Q, also was für ein unfassbar hergeholter. Und genau, warum hat die auf der Erde? Genau. Keiner der offiziellen El Aureaner, der vielleicht auf irgendeiner Rogue-Colony noch sitzt und da vielleicht irgendwie der Master of Disasters ist, sondern halt irgendwie random. Ich kann es versuchen, weil es gibt einfach nicht mehr wahnsinnig viele El Aureaner. Die sind ja alle irgendwie platt gemacht worden. Hätte man das ist ja auch das, was erzählen können. So, und deswegen hat sie vielleicht einfach, oh Mensch, ich stehe im Buddel rum,
ist doch die von den Q. Hätte so man auch erzählen können, wäre voll die tiefe Geschichte gewesen, ja, dass man vielleicht erklärt, ey, guck mal, die El-Orianer, die sind meinetwegen so, keine Ahnung, die sind ein Teil dieser Realität und ein Teil einer Realität, an der sonst nur die Q teilhaben. Deswegen sind sie, weil sie da relativ gesehen stark sind, in der Lage, auch Q sozusagen irgendwie zu widerstehen, sind aber in dieser Sphäre sozusagen eigentlich nicht so mächtig und konnten deswegen den Borg nicht widerstehen. Also da hätte man und sich irgendwas überlegen können. Das hast du dir gerade eben ausgedacht und das ist besser als das, was wir in der Staffel gesehen haben. Deswegen, weil ich nicht glaube, dass ich so übermäßig kreativ bin, denke ich, da hat einfach keiner wirklich drüber nachgedacht. Die haben einfach gesagt, ach, wir nehmen das Erstbeste, was uns irgendeiner dahin klatscht. Und das finde ich halt lazy writing. Das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, da ist es nämlich, weil sie haben uns hier versucht, was zu versprechen, was sie nicht einhalten können. Ja. Das mit der Flasche habe ich schon gesagt. Geinen, die irgendwann 1800 schieß mich tot von ihrem Papi abgehauen ist, auf die Erde gegangen ist und auf der Erde geblieben ist bis 2024. Ja. Genau, und ihr Vater war vielleicht ein Großmufti und hat dann hat sie also das aus ihrem Schrank geklaut oder geklaut oder so. Das ist, es wird tatsächlich einer dieser Minuspunkte sein. Mhm. Also sie hätten uns mehr, dass die irgendwie sich messen können. Ja, das hätten sie uns zeigen oder erklären müssen sollen, haben sie nicht. Aber das war die Frage, die wir auch schon gestellt haben, als wir Q Hugel besprochen haben. Da hatte Q ja schon Angst vor ihr. Ja. Also schade, hätte man mehr machen können. Außerdem immer noch, du hast gerade das 18. Jahrhundert angesprochen. Oh ja. Da lernt sie Picard kennen. Ja, und aber man könnte jetzt sagen, ja, es gab ja diesen Zeitlinien-Dimensionsquatsch hin und her Gedanken. Aber zu dem Zeitpunkt, wo unsere Helden im aktuellen 20. Jahrhundert sind, da gab es diesen Knick in der Zeitlinie noch nicht. Doch, den hat es ja vorher schon gegeben. Nein, den gab es ja nicht. Jetzt müsste man das machen, das ist doch genauso wie mit, Moment, lass mich überreden. Das ist wie bei Zug in die Zukunft. Das ist wie bei Zug, du hast die Zeitlinie. Und Marty McFly ist denn die Abbiegung da, aber die ist da. Ja. Und deswegen sind sie nicht hier in die Vergangenheit gereist, sondern da in die Vergangenheit gereist. Also in der unteren Linie. Ist es schwer, euch das jetzt, liebe Hörer, zu erkennen? Nein, pass auf, der Punkt ist doch, durch René und ihr Nichtfinden oder Finden kommt diese Spaltung zustande. Und dazu kommt es ja in dieser Zeit gar nicht. In der Zeit? Doch, pass auf, weil die Spaltung, die Abspaltung, der Schnips, pass auf, ich versuche das jetzt so zu erklären, dass auch unsere Hörer das verstehen. Wir nehmen, oder ich. Oder du. Du sollst das auch. Die Hörer werden es kapieren, kapierst du es auch. Nein. Sonst müssen die Hörer dir das nochmal erklären. So bitte. Rum. Also, die Zeit ist eine Linie. Wir sind in der Zeit 2401, alles ist schickilacki, alles ist toll. Dann kommt Q. Und verändert es. Aber dann sind wir nicht mehr auf dieser Zeitlinie, sondern auf einer parallelen Zeitlinie. Mhm. Die geht dann zurück bis ins Jahr 2024 und da trifft die erst wieder die originale Zeit. Verstehst du das? Das heißt, die Zeit, die wir zurückgereist sind mit diesem Slingshot-Manöver, bringt uns dann erst wieder in die originale Zeit zurück. Das heißt aber hier, wo es zurückgeht, oh nee, es funktioniert. Siehste, das ist doch genau der Punkt. Das funktioniert nicht. Deine Erklärung ist Hanebüchen. Moment. Weil wir sind doch vor der Spaltung in der Zeit. Das ist doch der ganze Punkt von dieser Staffel, dass die Spaltung aufgehalten wird und die wieder in den richtigen Zeitpunkt. Das funktioniert, weil wir aus der unteren Zeit zurückgegangen ist. Aber der Sprung ist ja von der oberen Zeit nach hinten. Da diese Zeit aber in dem Moment vom Schnips her nicht mehr da ist, sondern wir von unten kommen, hängt das in der Luft. Also kann der Sprung nicht gegangen sein. Wir sind aus der bösen Zeit 24 ins 2024. Ja, aber der Sprung, den Picard gemacht hat, den hat es nicht gegeben, weil die Zeit oben ja weg ist. Das heißt, der Sprung kann auch nicht funktioniert haben. Soll ich dir das aufmalen? Und ich meine, das ergibt einfach keinen Sinn. Wenn ich es aufmalen würde, also nochmal, wir haben eine Zeitlinie. Wo trennt sich deiner Meinung nach diese Zeitlinie? Die Zeitlinie trennt sich 2024. Nach den Begebenheiten der Zeit, die wir hier sehen. Nein. Der Ausgangspunkt ist halt anders. Mein Ausgangspunkt, der Fixpunkt, ist 2401. Ja. Dann gibt es einen neuen Fixpunkt, weil Q uns dahin gesprungen hat. Und von da aus geht die Zeit nicht vorwärts, sondern rückwärts. Ja. Und da trifft sich diese Zeit wieder. Ja. Moment, und zwar wo? Pass auf, in der Mitte. Ja, und zwar wo?
2024. Aber aus der oberen Zeitlinie, also der Original, nenn's Prime oder sonst wie Zeit, die ist durch den Sprung ja weggegangen. Die gibt es nicht. Die muss sich jetzt ja noch wieder entwickeln. Die kann es nicht geben, weil Q sie weggeschnipst hat in die zweite. Aber dadurch, dass sie weggeschnipst ist, hat es hier auch den Sprung von Q, von Picard und Data und Riker zu Guinan damals nicht gegeben. Doch, natürlich. Nein, weil die Zeit nicht da ist. Doch, natürlich, die Zeit entwickelt sich doch von da aus immer weiter. Ja, aber die hat sich zu dem Zeitpunkt, wo wir sind, 2024, noch nicht entwickelt. Alles, was dann in der Zukunft ist, hat ja noch nicht funktioniert. Das ist aber ein generelles Zeitsprungproblem. Natürlich ist das ein Zeitsprungproblem, das ist ein Zeitparado. Da müssten wir Leah Thompson fragen. Das Einzige, was in dem Moment aus der Zukunft, was aus der Zukunft da ist, was da einfach existent ist, und da haben wir drüber gesprochen, das sind unsere Helden und Q. Ja, aber pass auf, die Guinan macht's in Jahrhundert. Ja. Das Einzige, was für sie da ist, ist die Zeit, die erlebt wurde. Ja, aber das ist doch genau dasselbe Phänomen. Aber die hat sich für sie ja geändert jetzt. Durch den Schnitt. Nee, nein. Alles Unsinn. Alles Unsinn. Ich glaub dir kein Wort. Brauchst du auch nicht. Okay, lass uns weitergehen. Ja. Also, Sung. Völlig überflüssig. Sung, ja, finde ich auch. Völlig überflüssig. Also das die ganze Figur, ganze Geschichte. Genauso wie seine Tochter können wir gleich mit reinnehmen. Und Soji übrigens auch. Das war einfach nur. Soji auch. Das ist schön, dass sie uns gezeigt haben. Bla bla bla. Brauchen wir nicht. Aber effektiv ist die Soji, um das am schnellsten wegzumachen. Soji, schön, haben sie uns gezeigt. Hallo, hier ist Isa Bjorns. Das ist aber eine Einleitung für Agnes gewesen, die dann da schön besoffen auftauchen kann. Tolles Entrance in die, also toller Eingang in die Serie, fertig aus. Koro und Sung völlig überflüssig. Weil das, was Sung gemacht, also Koro ist wirklich, tut mir leid, aber da ist Isabel uns völlig überflüssig, die brauchen wir nicht, die ist nur die Motivation dafür, dass Sung sein Ego aufpolieren kann und sein Ego brauchen wir, damit er halt für die Borgkönigin arbeitet. Das hätte aber jeder x-beliebige Attentäter machen können. Richtig. Warum haben sie diese Figuren gebaut? Weil die Schauspieler da waren und das ist tatsächlich für mich, aber kann ich schon sagen, der größte Minuspunkt in der ganzen wir haben ja noch eine Figur, die können wir hier auch direkt besprechen, nämlich den FBI-Agenten Wells, der ja als Schauspieler nicht mal da war und trotzdem eingebohrt worden ist, auch völlig überflüssig. Weiß ich auch nicht, was das sollte. Also ich meine, irgendwie ist es irgendwie so, man hat teilweise den Eindruck, wenn man jetzt nur auf dieses Plot-Geschehen guckt, dass jetzt also eine und drei, also einen Fall nach dem nächsten, wo Leute irgendwie mit Unsicherheit und kommen nicht so richtig klar und verdrängte Ängste und Pipapo zu tun haben und die haben sie jetzt irgendwie alle zusammengestückelt und offensichtlich haben sie dann irgendwo noch eine Folge gehabt, wo sie dachten, jetzt wissen wir gar nicht, was wir machen sollen, ach, jetzt erfinden wir noch irgendeine Figur, die aber auch quasi nur Ende einer Folge, eine ganze Folge, Ende, Anfang, dritte Folge oder irgendwie so war das ja, glaube ich, vielleicht sogar nur zwei Folgen mit einer am Ende und ist auch egal. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, was das soll. Ich verstehe, wie gesagt, in dem Kontext dann auch die ganze Reise in die Vergangenheit nicht, außer dass es die Bühne ist, die Q halt für Picard auswählt. Da finde ich, wie gesagt, hätte man sich, das hatte ich ja vorhin bei der Rolle der Lance Cusion angesprochen, gerne auch mal irgendeinen Plot noch überlegen können, der sich jetzt außerhalb des Kontextes dieser Spielfiguren sozusagen darstellt. Weil so macht das Ganze doch sehr so einen kabinettartigen Eindruck, wo alles sich im Grunde genommen immer nur um dieselben Personen dreht. Und deswegen hätte es mir auch gefallen, wenn der Villain, weil irgendeinen hätte man gebraucht schon, vielleicht auch mal nie ein Zung gewesen ist. Weil langsam, wenn man den Eindruck, die ganze Menschheitsgeschichte, die wird eigentlich nur von Zungen dominiert, immer in die negative Richtung und zwischendurch tauchen dann immer PK oder Discovery oder die Endleute oder Voyager weiß ich gar nicht, haben glaube ich mit gar keinem, oder haben die auch mal im Song zu, ist ja auch egal, auf jeden Fall taucht immer irgendeine als Star Trek Q auf, um da dann in jeder Zeitperiode kurz den Tag zu retten, das passt mir nicht so ganz. Ja, also Wells brauchen wir ganz kurz, um mal zu sagen, hier übrigens, das liegt in der Vergangenheit, weil wir in der Vergangenheit feststecken. Ja, okay. Aber das sagt ja. Q. Das sagt Q, Guinan, die es denn Picard sagen kann, dann kapiert er, was passiert ist und das zeigt natürlich, weil er selber auch in seiner Vergangenheit feststeckt, bla bla. Ja, aber das ist doch die Lösung des Problems, dass es ohne die Lösung des Problems gar nicht gäbe. Dann hätte ich es aber lustiger gefunden, wenn man sich eine Figur aufbaut, die stellvertritt, also die eine männliche, also wir haben ja einmal die Theresa und dann hätten wir noch eine männliche Figur, wenn wir die so ein bisschen als Parallelarm aufgebaut hätten, als eine Figur, die eben quasi aus unserer Zeit stammt und mit den Leuten aus der TNG-Zeit Kontakt
gesagt hat. Dann hätte man nämlich eine Projektionsfläche, als ich, der jetzt lebe, gehabt, wo man sagt, ey, guck mal, ich hätte theoretisch auch an irgendeiner Stelle, wenn ich jetzt da irgendwo, keine Ahnung, FBI oder vielleicht wäre der auch sonst ein Pizzabäcker, Bäckerin gewesen, keine Ahnung, hätte... Ich könnte theoretisch jemanden treffen, der aus der Zukunft kommt und hier irgendwie ein krasses Abenteuer erlebt. Das hätte ich dann als Kunstgriff viel interessanter gefunden, als jemand, der random irgendwie mal diese außerirdischen Kontakt von früher und deswegen ganz traumatisiert und zum FBI und dann irgendwie sowieso mal auch da der Weirdo war, weil er immer irgendwie die Alien-Geschichten verfolgt hat und jetzt am Ende gibt er noch kurz seine Karriere auf. So, warum? Also, überhaupt nicht glaubwürdig. Es geht wirklich nur darum, dass sie ihn selber, das Problem um ihn lösen und dadurch diesen kleinen Schubs geben, da ist was drin. Ja. Aber dafür haben wir eine halbe Folge Zeit unserer... Die komplette Folge. Und dann ist in der Situation kommt dann auch Q dann da. Also, ich weiß auch nicht, das hätte man so schön anders drapieren können. Da hätte er woanders hinkommen. Ja. Das ist einer der zweite große Punkte, den ich habe. Wie gesagt, dass sie in diese Zeit reisen, René Picard, okay, passt da rein, wurde ja auch ganz am Anfang in der ersten Folge schon gesagt, als Picard nämlich seine Rede vor den Kadetten hält, da sagt er, spricht er tatsächlich von René Picard, die da irgendwie die erste oder zweite war, die da oben war, alles schön, alles toll. Mhm. Ist auch in Ordnung, das konnte man so machen, von mir aus. Das finde ich auch noch okay. Aber Sung überreizt viel zu viel. Noch einer und noch einer, noch einer. Ja. Und also wie gesagt, das hätte ein Hitman sein können, den Agnes dafür $20 bezahlt. Ja, finde ich schade. Oder man hätte halt sagen müssen, ey, wenn dann nicht eingegriffen wird, dann macht halt dieser Sung unabhängig davon, was jetzt mit den anderen ist. Also nicht irgendwie die Queen macht, Q macht, sondern es ist einfach klar, dieser Sung wird mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit René ausstechen, weil das ist eben, das passt irgendwie zu seiner Mission und dadurch wird die Menschheit, kommt eben sozusagen in dieses schwarze Zeitalter. Und weil es irgendeine Störung gab, meinetwegen genau diese komische Anomalie, um der es ja auch geht, um die es ja auch geht, weswegen sie dann überhaupt in die Vergangenheit, also dass das der Grund ist, weswegen sie in die Vergangenheit reisen, weil da nämlich irgendein Event sich geändert hat, so dass Sung quasi tatsächlich dann der Master wird und es dann dieses Universum, in dem normalerweise die Handlung spielt, gar nicht entstehen kann und das müssen sie reparieren und nicht, dass dann irgendwie auf einmal Sung, wie gesagt, mit der Queen und sonst welchen Leuten, also ich meine, das kann dann vielleicht noch oben drauf kommen, aber es muss sozusagen irgendeinen externen Grund geben, weswegen sie überhaupt zurückkommen und so wirkt das alles so, Q hat halt irgendwie eine völlig eigenartige Vorstellung davon, wie man denn Leute jetzt therapiert und deswegen hat er irgendwie, ja, weiß ich nicht, ich will es jetzt gar nicht weiter ausführen, das nervt mich auf jeden Fall irgendwie, dass sie da nicht irgendeinen Twist noch haben, der so ein bisschen von außen kommt, der jetzt nicht irgendwie aus dieser, wir haben halt Twisted Minds, die halt irgendeinen Shit machen und am Ende sind sie doch alle Freunde. Also, auf der anderen Seite finde ich, das passt zu Q. Wenn wir da an diese Robin Hood-Folge denken, Cupid, wo er Picard und Wash irgendwie zu Robin Hood macht. Wie gesagt, den Zeitsprung in die Zeit finde ich noch okay. Das macht für mich keinen Sinn. René Picard. Mich stört tatsächlich so ein bisschen, ne, wir haben es ja gerade mit den Songs gesagt, das ist immer so quasi der Bösewicht der Geschichte. Jetzt haben wir die Picards, das sind immer die Helden der Geschichte. Können wir nicht mal eine andere Geschichte hören als Song gegen Picard? Wäre schön gewesen, hätten wir Brent Spiner irgendwie was anderes gegeben und er hätte ja auch einen Bösen spielen können, hätte ihn anders genannt von mir aus schon, das hätte schon was gebracht. René brauchten wir in dem Falle, um Picard auch einen Anreiz zu geben, weil er ja für sich selber arbeitet. Ich finde, das hätte auch ohne Personalisierung geklappt. Also zum Beispiel gibt es eine Folge, in der Catherine Janeway zurück in die Vergangenheit monieren, das ist ja auch mit ihrer Vorfahren. Ja, stimmt, nicht. Sorry, das ist eigentlich derselbe Plot. Da geht es aber darum, dass irgendwas geklaut wird von dem einen Typen und der entwickelt das und das müssen sie können. Ja, okay, gib dir. Es wäre jetzt, man hätte das mit was anderes machen können, dass sie einfach dann dieser random Bösewicht, der von Brent Spiner gespielt wird, der hätte die Welt verändert. Es hätte es nicht gebraucht. Ja, hast du recht. Müssen wir nicht spekulieren. Also, ich fand sie irgendwie gut so. Ich fand sie plausibel für sich genommen, ihre Rolle, ihre Position. Hat mich ein bisschen irritiert, dass wir sie zwei Folgen lang komplett überhaupt gar nicht sehen, obwohl sie eigentlich der Wendepunkt ist quasi in dieser Geschichte. Das ist mir auch gefallen, sie ein bisschen besser kennenzulernen. Ich meine, sie ist natürlich jetzt auch einfach der Protégé von Talon, obwohl das erst am Schluss irgendwie klar wird, dass das so ist.
Und so die Rechtfertigung auch für Talents Figur so ein bisschen natürlich. Ja. Trotzdem. Ja, sie ist einfach nur ein Genius Kid, ne? Also ich hätte gern ein bisschen mehr über sie erfahren, ein bisschen mehr über sie gelernt. Das hätte ich mir irgendwie gut gefallen. Ansonsten, ja, ich sag mal, okay, an der Stelle, dann ist sie eben eine Vorfahrin von Picard, was weiß ich. Sie hätte ja auch mal eine Nummer weniger genial sein können. Also, trotzdem Astronautin werden können. Also ich weiß auch nicht, ich denke mal, wenn man so viele Begabungen hat, wie die dargestellt wird, dann ist sie eigentlich eher diejenige, die das Unternehmen gründet, das dann Leute auf Europa bringt und das macht dann irgendjemand anders, der halt einfach nur sportlich und fit ist. Das hätte mir auch gereicht, ja. Also wie gesagt, also das stört mich weniger. Die Zeit für sie, gebe ich recht, hätten wir nutzen können, wenn wir Wells rausschmeißen aus Sung und Chore, machen wir irgendwas anderes, irgendjemand anders von den gleichen Schauspielern wäre gut gewesen. Naja, das stört mich nicht. Theresa fand ich, also ne, wir haben ja einige Figuren gehabt, die wir auch hätten rauslassen können. Wells zum Beispiel war nur für diese eine Folge da und ist dann am Ende wieder weg. Ja. So. Theresa ist am Anfang der Staffel nicht da, dann ist sie da, am Ende der Staffel ist sie wieder weg. Fand ich bei ihr aber völlig in Ordnung, weil sie nämlich eine wunderbare Herleitung ist, natürlich sie und ihr Sohn zusammen, für Rios, warum der ein brauchbares Charakterende findet in dieser Zeit. Und das hat mich, ne, ich habe es ja am Anfang gesagt, okay, diese ganze Geschichte hier mit Ärzten und so, das ist ein bisschen Hanebüchen und ein bisschen Quatsch auch. Das liegt halt daran, dass die Geschichten einfach in den Episoden nicht zu Ende erzählt sind. Man muss die komplette Staffel betrachten, um das genauer sehen zu können. Ich finde Theresas Herleitung okay. Dass sie sich in Rios verliebt und andersrum, ja klar, warum nicht? Also, ne, hat mich nicht gestört. Nö. Also da, das ist ja auch immer so ein bisschen darum geht in Star Trek so Probleme der Realität, die jetzt ist, anzuprangern. Fand ich, war sie eigentlich als Ärztin oder zumindest in ihrer Rolle, die, also zumindest die Rolle, die sie hatte, durch die sie ja quasi Kontakt zu allen möglichen Klientelen hatte, die halt Probleme haben, die ausgegrenzt sind, die halt also einfach deportiert werden etc. Das hat dadurch, das hat mir gut gefallen, also dass sie eine Rolle hatte, mit der wir eben damit konfrontiert werden konnten. Ne, deswegen ist ja Rios quasi auch dann irgendwie auch in diese Deportationssituation gelangt und da haben wir diese ganzen Bilder gesehen und wie schlimm es jetzt eben an verschiedenen Stellen ist. Das hat mir schon gut gefallen. Ja, genau, also das ist für mich eigentlich gut und dann hat sie, was Arne noch gesagt hat, ne, diese Rolle Rios ein glaubwürdiges Ende zu geben, dadurch finde ich sie eigentlich insgesamt passend und finde, hat auch für sich eine Entwicklung, weil sie ja auch jemand ist, der offensichtlich schwer hat, Leuten zu vertrauen und Rios ist jetzt eben jemand, der ist so ein bisschen mysteriös und ein bisschen auch so ein bisschen versehrt, ne? Der hat ja auch eine ziemliche Schraube locker und ich glaube, die kompensieren sich eigentlich gegenseitig ganz gut, weil sie irgendwie Besseres in die Welt bringen wollen und das hier in dieser Zeit zusammen auch können und das wissen wir dann ja auch durch diese Erzählung im Nachhinein, dass sie sich da echt reingehängt haben, dass alles irgendwie ganz gut ist. Tut mir ein bisschen leid, dass er dann ja quasi den Dritten Weltkrieg erlebt er den dann eigentlich noch? Nee, dann ist er wahrscheinlich schon tot, ne? Aber den haben sie ja schön wegignoriert. Also den müsste sie aber. Theresa, das gleiche für mich wie bei Chris, wie bei Rios. Am Anfang hat sie mich genervt, beziehungsweise wo ich sagte, oh, da hätten wir die Zeit besser nutzen können. Im Nachhinein, weil ich einfach sehe, was aus Rios geworden, der halt für mich Maincast, Hauptfigur, finde ich toll. Sie hat ihm geholfen, dieses Gefühl, dass er gesucht hat. Ja. Er ist ja irgendwo auf der Suche gewesen, weil er sich alleine gefühlt hat. Das hat sie und ihr Sohn ihm gegeben und deswegen finde ich das toll, das finde ich schnuckelig. Es war auch nicht übertrieben, ich bin ja nicht so der Fan von diesen, wie es ja auch bei Picard und Laris gesagt hat, diese übertriebenen Hollywood-Knutschereien, das finde ich nicht, das ist da ganz niedlich, die haben sich einmal geküsst, das ist in Ordnung. Auch da übrigens diese Kussszene grandios aufgelöst, beziehungsweise ist ja eigentlich umrundet von einem kotzenden Kind. Die Eltern unter uns verstehen das und die total cool. Mir ist schlecht, ich muss mal eben hier, dann will sie eigentlich schon weg, kommt so, küsst ihn, toll, alles gut. Fand ich schön. Schön eingepackt. Entwicklung ist einfach, ne? Sie ist eine Ärztin aus der Jetztzeit in Anführungsstrichen, der man sagt, du übrigens, hier ist mein Raumschiff. Die kriegt einen von Latz geknallt und muss damit jetzt leben. Sie hat auf jeden Fall einen super interessanten Partner gewonnen, würde ich sagen. Genau. Ja, die ist natürlich auch, klar. Die nächste Figur, die ich hier stehen habe, habe ich eigentlich nur hingeschrieben, weil ich noch einmal sagen wollte, ich fand es so toll, Wesley zu sehen. Das ist ein junger Kerl gewesen, der sich selbst hat aus TNG schreiben lassen, weil er jung war und wahrscheinlich ein bisschen doof war und
hochnäsig und ich fand auch die letzten Folgen, wo er denn schon die Uniform anhatte, in Teilen, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, er war sehr hochnäsig. Mhm. Also es passte nicht mehr richtig auf die letzte Folge, wo er nicht so richtig prall. Hier ist er nicht Wesley, der auf, das ist Will Wheaton, der einfach Bock hat, der man sieht dieses Grinsen, das allein er hat. Wie er redet auch. Es macht Spaß, das zu sehen. Und die Entwicklung ist, wie gesagt, man muss sich die Folgen nochmal angucken. Also nicht die Wesley Crusher Folgen, wo er da steht mit diesem hässlichen Wesley Pulli, sondern die, wo er schon etwas älter ist. Ich glaube, in der 7. Staffel taucht er auch nochmal einmal oder 6. Ich weiß es nicht mehr. Heißt sie sogar Abschied? Ich weiß es nicht, völlig wurscht. Da, wo er sich nochmal verabschiedet sozusagen, wo er denn zum Reisenden wird. Mhm. Ganz komisch, wie er da auftaucht. Und das hier ist einfach toll. Und das sind natürlich zwei verschiedene Figuren. Von einem jugendlichen Kerl, der irgendwie, naja, er kommt nochmal zurück, er darf dann nochmal spielen, aber ist auch nicht als Friend da gegangen, zu jemandem, der seit Jahren jetzt schon als Moderator für das Star Trek Franchise arbeitet, ein totaler Nerd ist und der hier Bock hatte, das zu spielen, ist das ein Riesenschritt natürlich. Und ich finde, das ist einfach, man merkt sozusagen, dass das Franchise, also Star Trek und Will Wheaton miteinander gesagt haben, okay, du bist jung gewesen, wir sind Freunde, machen wir was aus dir. Finde ich toll. Ja. Geile Szene, fertig aus. Ja. Ja. Dann haben wir es, oder war da noch was? Elnor. Ach, Elnor, war der da? Nö. Eigentlich nicht. Also ja, am Anfang war der und dann am Ende und dazwischen hat er dann vor so einem alten Modell des Stargazer und dann war der, ach ja, so sein Hologramm hat sich über Schwerter gefreut. Ja, genau. Brauchten also, keinen Link, Zelda. Nee. Ich meine, er braucht einfach keinen Elfen. Ja. Ich meine, sie brauchten ihn einfach jetzt nicht. War gut, dass er da war. Ich meine, er war halt der Pusher für Raffis PTBS, die man so ein bisschen wegignoriert hat. Ist immer wieder mal aufgetaucht. Ich hätte es lustig gefunden, wenn er dabei gewesen wäre, weil er wäre so ein bisschen der Zugang zu etwas jüngeren Leuten vielleicht auch aus der Zeit noch gewesen. Ne? Also wir haben jetzt da quasi einmal, was war denn unser Kontakt jetzt quasi zur Echtzeit? Das war die Deportation, Deportierte. Wir hatten diese ganzen Lager von Wohnungslosen. Und wir haben den FBI-Agenten. Und ich finde, da hätte man über ihn, weil er auch so arglos ist und einfach mit Leuten labert, dass wir schon, da hätte man interessante Perspektiven haben können, wie er da vielleicht auch nochmal in Kontakt tritt. Und vielleicht hätte man gerade, weil er eigentlich so ein freaky Character ist, also er hätte zufällig eigentlich auch in so eine Nerd-Clique in der Zeit von damals aufschließen können und wäre da vielleicht gar nicht besonders aufgefallen. Mhm. Das hätte ich zum Beispiel mega witzig gefunden, wenn es da so eine Idee irgendwie gegeben hätte. Die hätte auch gar nicht lang und breit sein müssen, aber das wäre für mich eine Sache gewesen. Da hätte man ihn gut verwenden können und da hätte man vielleicht den einen oder anderen Charakter gar nicht oder weniger Ich glaube tatsächlich, man hat ihn rausgeschrieben wegen Absolute Candor, weil der immer die Wahrheit sagt und das einfach nicht funktioniert in der Welt, wo er einfach nicht existieren dürfte. Ich glaube, finde ich interessant, ja. Wobei man, da gebe ich Frank recht, man hätte daraus was machen können. Man hätte es auf jeden Fall versuchen können. Lustig, besser als jetzt, Slapstick, irgendwas, tralala, wie auch immer. Vielleicht noch mit Will Wheaton ein bisschen abhängen, das wäre auch witzig gewesen. Also. Komm, nehmen wir den auch noch gleich mit, noch einen hier. Ja. Mein Kopf ist tatsächlich folgendes. Wir haben ja viele Anleihen so ein bisschen an Voyage Home, Star Trek 4 zurück in die Vergangenheit. Ja. Dann hätten wir wieder eine Zeitreise, wo irgendjemand mit dem Kopfband rumläuft. Vielleicht haben sie es deswegen nicht gemacht, keine Ahnung. Ich fand es nett, dass sie ihn mitgenommen haben. Es passt zu diesem Kämpfer, zu diesem Coat Milat oder halbwegs Coat Milat, der dann rumkämpft. Und das war auch ganz lustig, weil die Aktivierung sozusagen dieses Emergency Combat Hologram durch dieses Notfallkampf-Hologramm von Agnes war auch wieder ganz lustig. Man hätte da aber auch einen Rios hinsetzen können oder sonst was. Er war halt da. Ich glaube, er kann sich freuen, dass er nochmal mitspielen durfte. Er ist halt nicht wirklich zu was Nütze. Aber er hat auch nicht wehgetan, finde ich. Mhm. War okay. Ja. Und damit haben wir die Figuren. Oder fällt euch noch was zu irgendwas ein? Nee, genau. Ich würde auch sagen, was haben wir jetzt Fazit? Und nee. Wir haben jetzt Fragen. Fragen, okay. Alles Fragen, also, wir haben ja nach Fragen gefragt von unseren Hörers, die wir bekommen, warum wir diese Staffel nicht gut finden sollten. Dinge, die uns noch nicht aufgefallen waren oder die uns überzeugen konnten. Ich trage das jetzt einfach mal vor. Fertig, das war's. Genau. Also, ich habe ganz häufig
Ich habe sogar auch in Teilen mal eine kleine Diskussion geführt und ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, ich finde Sachen doof. Bitte. Aber zu sagen, ich finde was doof, dann kann ich genauso gut sagen, ich finde es gut. Ich muss es begründen und ich habe halt keine wirkliche Begründung bekommen. Ich habe auch ganz häufig gehört, warum fragst du denn? Du kannst es doch gut finden. Ja, das tue ich auch. Aber diesen, also mir, ich weiß nicht, wie das bei Arne und Frank war, aber also bei, ich habe diese Frage unterstützt, weil im Moment so ein bisschen durchgeht, du musst es scheiße finden, weil es ist scheiße und das muss man. Aber das ist ja Begründung. Vor allen Dingen, du musst es scheiße finden, weil sonst bist du kein richtiger Trekkie. Und das ist immer die unterschwellige Message, die ich mitkriege. Und ich finde das irgendwie ganz spannend, wir haben das ja schon so ein bisschen einfließen lassen. Die meisten Probleme, die mir gesagt werden, sind entweder, weil ich irgendwie Q doof finde. Ja, ich finde Q geil. Ich finde die Borg eigentlich doof, aber auch hier fand ich die Borg wieder gut oder solche Geschichten, ja. Also ich jetzt persönlich, mir waren in Voyager haben die Borg mich irgendwann genervt. Hier fand ich es wieder ganz spannend mit eingefügt. Und wir haben ja diese, also nur als Beispiel. Es wird mir gesagt, in Picard sind so viele Löcher drin. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. In TNG sind Löcher drin. Es sind Löcher zwischen TNG und TOS drin. Es sind noch viel mehr Löcher, wenn ich dann überlege, dass in Enterprise die Borg aufgetaucht sind, was ja vor TOS war. Und in TOS wusste kein Mensch von dem Borg. Und ach komm, hör mir doch auf. Das ist für mich auch keine Begründung zu sagen, warum ich was doof finde. Also ich habe keinen Grund gefunden, warum ich, das war mir auch klar. So ein bisschen, dass da nichts kommt. Weil irgendwie als Begründung zu sagen, ich überlege jetzt gerade mal, ja, ich fand die Borg-Story blöde, war eine Begründung, weswegen man was doof finden soll. Ja, pff, okay, ich finde auch nicht alles toll, was bei offenbar bei The Orville kommt, weil ich denke so, Mensch, das hätte man auch anders machen können. Wir haben ja selber jetzt auch ziemlich viel kritisiert und kommen ja trotzdem nicht zu der Schlussfolgerung, dass das jetzt nicht wert war, genau, sich das anzuschauen. Aber das ist ja einfach der Grund, dass man auch mal sagen kann, wir haben hier wirkliche Plotlöcher aufgemacht. Haben wir. Was ist denn jetzt wirklich mit, ich habe versucht, weil ich das mir so erklärt habe, aber das Guinan-Paradoxon ist irgendwo da. Ich gebe Arne recht, ich kann auch so verstehen, dass das nicht funktioniert, aber es ist verdammt nochmal eine Zeitreise. Wir können nicht zeitreisen, wir können es nicht nachempfinden. Ich kann verstehen, dass die einen, die davon überzeugt sind, nee, das funktioniert nicht, weil ist so, und ich sage mir, ja, aber mein Zeitsprung ist ganz anders und der funktioniert so. Bläh. Also das finde ich jetzt irgendwie nicht, deswegen verurteile ich nicht. Da ist ein Loch drin. Ja. Aber ist es deswegen? Nö. Oh. Ja. Sonst noch, habt ihr Fragen? Also wenn ich einen Großteil meiner Fragen haben wir nämlich hier bei den Figuren schon durchgegangen. Habt ihr Fragen? Also vielleicht noch abschließend dazu, dass da so viele Logik-Dinge drin sind, die ungeklärt geblieben sind. Ja, gibt es. Ja. Gibt es aber in Star Trek überall. Ja, genau. Durchweg alle. Und gerade auch durch das Heritage-Track, ich nehme den Ausdruck jetzt mal von TOS bis Enterprise, was ja im Moment, ist ja dieser Ausdruck Heritage-Track, finde ich total doof. Ich finde diese Unterteilung zwischen New-Track und ich muss mich auch selber schelten, dass ich immer jetzt sage JJ-Track, es ist Star Trek alles. Aber es sind verschiedene Star Treks vielleicht, verschiedene Zeitlinien oder Was machen eigentlich die New Trek Hasser, die jetzt aber Stranger Things, nee, wie heißt diese neue Serie? Irgendwas Strange mit Strange, World. Strange New Worlds so gut finden. Weil das ja ist das jetzt mega ist. New Trek oder was? Ja, das ist jetzt also auch New Trek. Das ist aber auch nötig und dann. Ja, aber das ist ja, das folgt ja trotzdem mehr den alten Rezepten, ne? Also, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, das mal in Kategorien zu packen. Für mich ist es trotzdem alles Star Trek. Und wenn es halt Leute gibt, die halt das alte lieben, ich zähle mich selber dazu. Ich mag auch die alten Rezepte etwas lieber als die neuen. Ich freunde mich damit langsam an. Vor allen Dingen bei Picard habe ich mich mehr damit angefreundet als bei Discovery. Da hadere ich immer noch arg. Und weiß auch nicht, ob ich bestimmte Dinge tatsächlich gut finde oder jemals gut finden werde. Finde ich es aber auch unproblematisch, weil mir hat auch nicht jede Folge von den alten Serien gefallen. Ja. Und am Ende komme ich trotzdem zu der Schlussfolgerung, war eine gute Sache. Star Trek insgesamt ist ein super Franchise und ich mag es nicht mal Franchise nennen. Für mich ist es einfach ein Geschichten, eine Geschichtensammlung oder ein Kanon oder ein, ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, also eine große Erzählung so. Ich finde es einfach eine Welt und ich finde. Eine Welt, ja, gut. Wir haben viel über Entwicklung gesprochen und rein von der Machart her, also von der Technik, wie man was sieht, da ist eine Entwicklung gewesen. Aber was ich ganz spannend finde, in meinem Kopf gibt es Dinge, die sich seit den 60er Jahren nicht verändert hat.
in Star Trek. Sie haben noch immer Löcher, die sie bauen, in die sie selber reinfallen. Und zwar über die Serien hinweg, innerhalb der Serien. Mhm. Sie erfinden sich immer neu. Sie erfinden sich immer neu. Hat Greedo jetzt zuerst geschossen oder Hahn? Oh, Entschuldigung, das ist ein anderes Franchise, aber das ist genau das Gleiche. Und wir akzeptieren es. Die einen sagen, da hat Hahn als erstes geschossen, die anderen sagen, Hahn hat nicht geschossen. Die meine, teilweise sagen, bauen sie, glaube ich, auch Diskrepanzen ein, damit Leute wie wir diskutieren und damit man halt vielleicht in 3 Jahren sich auch nochmal irgendwas anders überlegen kann. Sagen wir es so, ich habe neulich ein Lied gehört, das fand ich vor 30 Jahren oder 20 Jahren fand ich das doof. Ich finde es heute immer noch doof. Andere Leute werden Barbie Girl vielleicht toll finden. Die fanden es damals. Es sind Geschmäcker. Aber jetzt. Wir schweifen ab. Ja, nein, mir geht es darum, dass man so ein bisschen mal in gewissen Rezension, also ich meine, wir sagen ja unsere Meinung. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr, liebe Höris, PK toll findet, wenn ihr es doof findet, nur weil ich es toll finde. Das ist mir völlig gleich, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich finde es im Moment ein bisschen schwierig, dass sich Leute hinstellen auf den verschiedensten Plattformen und mir sagen, PK ist doof und das muss ich doof finden. Und das, weil das ist nicht so. Macht euch bitte eure eigene Meinung dazu. Könnt ihr auch so wie wir quasi genau sagen, was euch nicht gefällt. Wir haben ja auch gerade viele Dinge gesagt, die wir zumindest besser gefunden hätten. So, ne? Also genau. Ganz genau. Und wenn, und dazu werden wir nachher noch kommen, wenn ihr es doof findet, dann sagt bitte warum, weil wir werden euch also sagen, wie wir es finden und warum. Weil das haben wir eigentlich immer gesagt. Nächster Punkt. Ja, wenn wir die Probleme durch haben, dann können wir eigentlich mal zu guten Sachen überschwenken, finde ich. Und das ist nämlich dieses Mal nicht ein Triple, sondern ein Quartett. Weil sonst machen wir gute Folge, schlechte Folge und ein hoffentlich gutes Fazit. Ich glaube, das Äquivalent wäre ein Quadrupel. Quadrupel. Und ja, so Quartett wäre es ein Trio. Aber gut, lass mal. Von mir aus, du bist der schlaue Mensch hier. Ich habe mir auch, ich habe mir das eigentlich gar nicht ausgesucht, sondern ich habe das beim Staffelfinale von 4 unter Deck geklaut. Toller Podcast, den kann man sehr gerne hören. Wir wollen mal ganz kurz gucken, welche Folge uns denn in dieser Staffel am besten gefallen hat. Haben wir vielleicht auch eine Lieblingsszene? Haben wir eine Figur, die wir ganz toll finden? Ein Fazit, das ist sogar noch mehr. Guck mal, und dann das Fazit allgemein als Note. Arne. Lieblingsfolge, ganz klare Geschichte, ist die 8. Folge, ist die mit dem Agent Wells. Ja, wo hier, also gewusst. Fantastische Ach, Folge. Tip-top. Die sitzen nur im Keller rum und es passiert im Grunde gar nichts. Und dann redet Guinan durch die Wand. Das ist also durch die Wand reden ist sowieso mein Lieblings. Auf jeden Fall diese Folge. Nice. Im Ernst? Ja. 10. Folge natürlich, weil die ganzen Enden, die alle vorher sehr lose rumflattern, da wieder zusammengeführt werden. Ne? Nicht alle zu meiner Zufriedenheit. Wie gesagt, hier Agnes als Queen, okay, meinetwegen, in der letzten finalen Darstellung. Und warum überhaupt so? Und dieses so, ja, okay, ne? Kann man machen. Aber insgesamt ist das auf jeden Fall meine liebste Folge von all diesen. Sehr schön. Frank, deine Lieblingsfolge bitte. Ja, da bin ich jetzt einfach mal relativ uninspiriert und mache das ganz genauso. Ich sehe das auch so. Also ich muss tatsächlich sagen, dass mir der Wells, ne, der ist einfach super. Stimmt, also da habe ich auch echt hart mit mir gehadert. Ich fand tatsächlich Penance auch ganz cool. Ich war dann schon auch froh. Das war doch die, wo sie in der die böse Folge. Genau, ja. Also das hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Teilweise ein bisschen zu hart, teilweise, ich fand es auch gut, dass es dann nur eine Folge war. Aber so insgesamt schon von eigentlich könnte ich jetzt die Argumente, die Arne gebracht hat, wiederholen. Das lasse ich jetzt, weil er hat das schon besser formuliert, als mir es jetzt einfallen würde. Ich finde auch Folge 10. Punkt. Ja, toll. Was soll ich da jetzt noch so zu sagen? Also ich könnte jetzt auch rumhühnern und sagen, ja, auch Stargate war total toll, die neue Stargate, bla bla bla. Stimmt. Und die da anfangen, ja, so. Wie sie da waren, auch alles schön und ja und bla. Und ja, Pennens Buße war auch ganz toll, weil wir was anderes gesehen haben. Man ist von so einem totalitären Staat immer so ein bisschen abgestoßen, aber irgendwie finden wir also bla bla bla. Hört euch bitte nochmal die Besprechung zur 10. Folge an. Also da haben wir einfach gefanboyt alle drei. Das war wirklich toll. Ich habe so einen Wohlfühlmoment ganz am Ende mit Laris und Picard, die sich angucken, so ein bisschen verschmitzt. Ich habe mehr als einmal in dieser Folge geweint. Da ist dieses Zusammentreffen zwischen Picard und Q endgültig. Brauchen wir nicht sagen. Fertig aus, Mickey Mouse. Das ist die Lieblingsfolge. Lieblingsszene, Arne.
Lieblingsszene tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer mit. Es gibt so einige Momente, die ich sehr, sehr, sehr toll fand. Zum Beispiel den Moment, wo Q sich alt zaubert. Weil das einfach so eine geniale Lösung ist für so ein... Was macht? Q taucht auf und sagt, oh Moment, sie sind viel älter, als ich erwartet habe und macht sich selber alt. Genau. Weil das einfach so eine schöne Lösung ist dafür, dass er jetzt älter ist als vorher. Das klappt natürlich bei Geinen andersrum nicht so, aber diese Szene fand ich zum Beispiel sehr gut. Es gibt auch über die gesamte Staffel hin gibt es noch einige andere Szenen, die ich auch sehr cool fand. Aber die ist mir jetzt gerade eingefallen und deswegen nenne ich die. Ja, die ist so Let Me Catch Up. Genau. Ja, die ist toll. So eine Lassen schöne, einfache, simple, logische Erklärung. Super. Frank, fällt dir eine Lieblingsszene ein? Boah, ja, das ist echt schwierig. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht im Kopf, was meine Lieblingsszenen jetzt durch die ganzen Folgen waren. Ich habe das nicht nochmal gereviewt. Wenn ich jetzt aber mal, und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil wenn ich jetzt mal überlege, was will ich denn eigentlich von so einer Picard-Staffel, dann ist das schon so, ich will wissen, was passiert mit, also ich will neue Dinge über Picard erfahren. Ich finde die anderen Charaktere und die Storys auch alle interessant und cool und Aussagen zur Jetztzeit, pipapo, aber ansonsten mal ganz ehrlich, wenn ich es runterkoche, sind es Delancey und Picard. Und daher kann ich eigentlich schon fast sagen, es ist irgendeine Folge, in der die beide irgendwie auftauchen und in Ermangelung teilweise dessen, dass mir jetzt gerade nicht keine bessere Szene einfällt, weil vielleicht mir die Älteren nicht so im Gedächtnis sind, aber auch, weil es, glaube ich, mit die einzige Szene ist, wo es so richtig Frieden gibt, auch wenn es mir nicht gefällt, dass Q stirbt, glaube ich, fast die Folge, wo sie sich verabschieden und Delancey die Crew dann halt in die Jetzt, also in ihre Zeit sozusagen zurückschicken. Vielleicht muss es tatsächlich diese Szene sein, allerdings wirklich eher aus dieser übergeordneten Perspektive, ne? Also wenn ich jetzt nur auf Folgenebene bin, dann fällt die Entscheidung anders aus und sie ist, glaube ich, auch jeweils für mich anders ausgefallen. Aber wie gesagt, ich gucke jetzt mal einmal auf die Staffel als Ganzes und da würde ich einfach sagen, ey, mein Herz ist schon am meisten bei diesen beiden Figuren, die mich zumindest in meiner Geschichte halt viel begleitet haben. Also wenn ich sage, worüber ich in meiner Fernsehgeschichte als Boy und jetzt mittlerweile Erwachsener so mit am meisten nachgedacht habe, welche Charaktere, dann sind da Picard und Q echt weit vorne. Und deswegen muss das logischerweise so für mich ausfallen. Schön, schön. Es wird sehr nah da dran sein jetzt. Aber das liegt daran, dass wir haben 10 Folgen besprochen. Wir hatten ja jeweils eine Lieblingsfolge. Mhm. Ja, Lieblingsfolge haben wir gerade, Lieblingsszene. Und es wäre jetzt komisch, wenn ich sagen würde, Mensch, das Überfliegen der neuen Stargazer. Das habe ich nie gesagt. Das ist total toll, das macht auch Spaß. Das ja, macht das auch, stimmt. Das ist auch schön. Das war auch Mensch und dazu die Mucke, das ist toll. Aber das wird jetzt nicht kommen. Ja. Das Aufspießen von Seven. Ja, genau, totaler Quatsch. Weil sonst hätte ich das ja schon mal als tolle Folge, als tolle Szene genommen. Ich könnte zum Beispiel, habe ich überlegt, dieses Agnes ist gerade am Queenie reparieren und dann ist sie in diesen verschiedenen Räumen. Auch das, mega weil cool, weil das eine ja. tolle Geschichte war. Mhm, aber Entschuldigung, absolut. Klar ist das auch eine meiner Lieblingsszenen gewesen. Aber diese Szene, und ich mache die mal sehr, sehr klein. Ich mache die wirklich nur auf ein, also meine Szene ist eigentlich nur ein Satz, weil die bringt mir sofort Tränen in die Augen, aber auf positive Art und Weise. Und das ist, als Q sagt, weil sie mir wichtig sind. Mhm. Mhm. Ja. Because you matter to me. Ja, ja. Mhm. Ja, ich finde es gut, Nils, dass du das nochmal darauf runterbeulst, weil das könnte eigentlich auch ein Satz sein, den ich jetzt gesagt hätte, warum ich das Ganze gucke. Ja, weil ja. bei mir sind diese Figuren, liegen mir am Herzen. Ja. Sorry, wenn du das auch sagen wolltest. Nee, also genau das ist ja auch gut. Aber es ist, natürlich, wir wollen... Darüber haben wir auch schon drüber gesprochen. Das war der Grund, warum ich irgendwie gesagt habe, weil ich irgendwie, klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich habe niemanden gefunden, mit dem ich einen Laber-Podcast machen konnte. Also haben wir einen Star Trek-Podcast gemacht und labern da ein bisschen rum. Das ist auch schön so. Aber dann haben wir uns überlegt, lass uns Picard angucken und nicht nur einfach so, sondern dezidiert seinen Charakter. Haben wir auch schon gesagt. Ja. Und dieser Satz mit der Geschichte, dem Rattenschwanz, die da dran ist, das Q ihn ja nicht prüfen will, wie er es 7 Staffeln lang gemacht hat, sondern er will ihm helfen. Er will was, weil er für ihn was bewirkt, weil sie mir wichtig sind. Und das ist so, oh. Ja. Deswegen, ja.
Ich mache es tatsächlich mal hier sehr eng. Dieser eine Satz, das ist meine Lieblingsszene. Ja. Lieblingsfigur, Arne. Ich könnte tatsächlich sehr, sehr viele Figuren nennen, die nicht meine Lieblingsfigur sind in dieser Staffel. Angefangen bei denen, die überhaupt nicht hätten da sein müssen. Auch Picard ist nicht meine Lieblingsfigur. Talin Laris ist nicht meine Lieblingsfigur. Ruffy und Seven sind nicht meine Lieblingsfiguren. Und was übrig bleibt, ist eigentlich Rias. Oh, schön. Weil ich ihn einfach von vorne bis hinten in diesen zwei Staffeln sehr plausibel finde. Gut nachvollziehbar. Er hat einfach eine schöne Entwicklung durchgemacht, die ich total gut nachvollziehen kann. Und weil er auch in der, ich glaube, vierte Folge war das, dritte, vielleicht vierte Folge, diese USA-Immigranten-Abschiebegeschichte, weil er quasi die Figur verkörpert, die der da Leid angetan wird, was für ihn der Grund ist, unter anderem natürlich, um in dieser Welt zu bleiben und dieses Leid zu beenden für alle anderen, denen es auch so geht. Und das ist für mich einfach unglaublich stark. Das habe ich in den Folgenbesprechungen nicht gesagt, weil das erst im Nachhinein ja klar wird, dass es so ist. Und deswegen ist für mich Rios eine der stärksten Figuren hier und eine der moralisch besten Figuren in dieser kompletten Staffel. Ja, cool. Für mich unerwartet tatsächlich, aber finde ich schön. Geil. Frank? Ja, das ist eine interessante Perspektive. So habe ich darüber gar nicht nachgedacht. Ich finde, auf der Ebene kann ich mich dem tatsächlich anschließen, wenn ich jetzt mal die Kategorie, die ich jetzt genutzt hätte, um mich dem Problem zu nähern, nämlich ganz egoistisch, wer gefällt mir einfach am besten, dann habe ich echt eine harte Zeit, mich zwischen Picard und Q wieder, also Delancey, zu entscheiden. Und ich kann mich eigentlich nicht entscheiden, muss ich echt sagen. Also für mich sind das so, wie ich das ja eben schon wegen beste Folge, beste Szene und so gesagt habe, das sind für mich einfach die beiden Charaktere, die beiden Namen, das, worauf ich am meisten Vorfreude hatte, als wir den Trailer gesehen haben. Boah, wir kriegen die wieder zu sehen. Das gibt das vielleicht sogar ein bisschen mehr Q oder Delancey, weil der ja halt eben nicht vorher nicht da war und jetzt da ist, ne? Und tatsächlich gar nicht, weil jetzt ich auch die Story in die er eingebunden ist, so besonders spannend finde, sondern wie gesagt, wirklich ganz platt, weil ich es einfach cool finde, die Q-Picard-Interaktion nochmal zu sehen, sie jetzt hier in einer Auflösung zu befinden, weil, und da greife ich ein ganz bisschen mit in das Staffelfazit vor, es geht ja auch so in vielen dieser Situationen, also zumindest in dieser Konstellation mit Picard geht es ja auch darum, dass er sein Trauma, seine Unsicherheit überwindet und Q ist derjenige, der ihm hilft. Das heißt, er war kein echter Therapeut für René, aber er ist ein echter Therapeut, unkonventionell sicherlich, für Picard. Und das finde ich ist irgendwie eine klasse Sache. Und weil Picard weiter da bleibt, entscheide ich mich jetzt einfach mal für Q/Delancey. Okay. Du auch, wa? Ich habe ihn hier stehen. Und ich bin immer noch unschlüssig, weil... Ob du doch Agent Wells nehmen sollst. Ja, natürlich. Natürlich nehme ich Agent Wells. Es ist einfach der Outsider, der von irgendwelchen vulkanischen Eindringlingen. Ja, ich finde den Vulkanier, der ihm dann ja. Der ist noch besser. Der ist noch viel besser. Deinen ist natürlich auch cool. Also, ja, egal. Sorry. Nein, also das ist, also ich habe mir zwei rausgesucht und ich bin mir unsicher, ob ich Q am besten finde, weil ich ein Fanboy bin und weil mich schon Q, ich fand ihn... Das ist der erste Bösewicht, in Anführungsstrichen, den ich gesehen habe, weil ich einfach die erste Folge damals gesehen habe. Es hat Spaß gemacht, ich habe mich immer gefreut, ihn zu sehen und das fand ich auch toll und es gibt auch Szenen, die mich berührt haben. Da war auch Picard drin, aber Picard ist und Q, es hat mich sehr gefreut, die zu sehen und das war toll und bewegend und so weiter und so fort. Aber in meinem Kopf war, auf wen freue ich mich am meisten zu sehen? Ja. In diesen Folgen. Und das hat sich hier entwickelt und ist leider am Ende ein bisschen abgefallen, aber es gab halt jemanden, würde ich sagen, und das ist jetzt total irre, diese Figur habe ich in der ersten Staffel verachtet.
Aber ich habe mich hier wirklich gefreut. Und ich liebe Q und ich fand auch Picard toll und Q ist toll. Und wieder. Ich habe auch gerade wieder, ihr habt das gesehen, ich habe Tränenaugen gehabt. Aber nein, es ist nicht Q, sondern meine Lieblingsfigur ist hier Agnes gewesen. Mhm. Weil ich mich darauf gefreut habe. Also am Anfang war es so, aber als sie dann halt, spätestens ab Assimilation, da war es spätestens, weil es so nach oben gegangen ist und sie war erst noch lustig und so ein bisschen Running Back Gag, aber sie konnte halt viel machen. Und ich wollte wissen, was passiert jetzt? Ich habe gesagt, die wird zur Königin. Aber ich habe halt nicht damit gerechnet, was da in ihrem Kopf losgeht, wie das visualisiert wird. Ich habe mich so darauf gefreut und jedes Mal lass es weiter. Und okay, ich bin mit dieser Nummer da, ich meine, es war auch klar, dass sie die Hightech-Borg-Queen ist und das finde ich ein bisschen doof. Aber gut, von mir aus. Aber das im Hauptteil, ich wollte es sehen und fand es toll. Deswegen sage ich jetzt einfach, und auch ich darf das auch mal machen, um mich zu sagen, ich möchte nicht, dass das alles gleich ist. Sag ich, es ist haarscharf. Es ist haarscharf, aber für mich ist es Agnes Queenie in Mitte der Staffel. Ja, auch die gut nachvollziehen, ja. Ja, kann ich auch. Oh, schön. Dann fehlt uns noch ein Fazit und ich würde euch bitten, wenn ihr euer Fazit bringt, einfach auch danach, wie wir es auch in der letzten Staffel, so eine kleine Schulnote hinten ranzuhängen. Ich würde das sehr gerne lassen. Okay. Ich würde einfach versuchen, vielleicht eine Empfehlung zu geben oder nicht. Okay, gut, dann machen wir das. Arne, fang mal an. Ich fange einfach mal an. Mein Fazit ist, in dieser Staffel haben wir sehr viele Dinge gesehen, die für mich interessant waren zu sehen. So, ich habe bei kaum einer Folge, ne, die achte mal ausgenommen, habe ich gedacht, okay, die Folge war jetzt auch wirklich Mist, da nee, das ist jetzt nicht das gewesen, was ich unbedingt brauche. Aber auch in der achten Folge waren einige schöne Szenen drin. Und auch die fand ich so sehenswert, dass ich nicht bereut habe, die zu sehen, diese Episode. Und das gilt für mich für die gesamte Staffel auch, selbst wenn ich irgendwie hier René nicht ganz verstanden habe, warum ist die denn schon wieder da, warum muss es immer eine Picard sein, was ist hier mit Chore und Zung und warum gibt es nicht nur eine Chore, sondern irgendwie 46 verschiedene davon, tut das alles Not? Nee, es tut einfach alles nicht Not. Aber es war für mich trotzdem sehenswert genug und ich mochte das alles sehen. Und einige von diesen Dingen fand ich einfach sehr, sehr, sehr schön. Hier zum Beispiel den Maurice, über den haben wir gar nicht gesprochen. Stimmt. Den fand ich einfach, fand ich einfach auch eine sehr, sehr clever angelegte Figur. Ja. So. Ich habe natürlich psychologisch keine Ahnung und gucke dann was ist die Unterstufe zu Laien? Jedenfalls relativ unbefangen drauf. Fand es aber tatsächlich alles sehr, sehr unterhaltsam. Und ich fand auch, dass es wie Star Trek sein sollte, einfach politisch wertvoll war. Also beispielsweise die zweite Folge Buße, haben wir schon diverse Male drüber gesprochen, diese gruselige Welt, da habe ich gedacht, ah ja, okay, Ferengi alle tot, ja gut, kannst du machen, Borg alle tot, nee, noch nicht, die letzte gibt's noch, ja, ist schon fies, ne, Romulaner irgendwie alle tot, ist auch alles doof so, ja gut, aber es ist ja alles ausgedacht. Und dann kam aber die dritte, vierte Folge, ich weiß tatsächlich nicht mehr, welche von das war, wo es plötzlich ein reales, in unserer Welt existierendes Problem gab, nämlich diese Auswanderungsbehörde der Immigranten, ICE, diese Truppe von Arschgesichtern, die einfach mal echte Menschen behandeln wie das letzte, den letzten Dreck. Und das ist so, da ist es mir wirklich, wirklich hochgekommen. Ich finde das unfassbar gruselig. Das ist einfach, also natürlich, ich bin irgendwie auch privilegiert hier in Deutschland, in unserer aktuellen Welt als weißer alter Mann geht es einem sowieso in den meisten Fällen immer viel zu gut. Und die Welt ist tatsächlich sehr furchtbar und das hat mich halt sehr berührt. Und das ist ein Punkt an dieser Staffel, die ich sehr, sehr, sehr schätze. Und dann natürlich die komplett, also um nochmal ein positives Ende zu finden, das positive Ende dieser Staffel fand ich sehr gut, ne, dass da Wesley zum Beispiel nochmal seine Absolution kriegt, dass Picard und Q sich aussprechen und dass Q einfach endgültig quasi als positive Figur gesehen wird, wo der ja zwischendurch immer irgendwie im Graubereich war. Mir hat es alles sehr, ich hab's ja gesagt, mir hat nicht alles sehr gut gefallen, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr froh, dass wir diese Staffel haben und sie gefällt mir auch besser als die erste, was aber vor allem daran liegt, dass sie ordentlich aufgelöst wurde am Ende. In der ersten Staffel waren auch einige Dinge drin, die ich gut fand, aber in der zweiten Staffel wurde das halt zu einem runden Ende geführt. Gerade die Geschichte mit Crystal Ball, Rios, fand ich einfach sehr, sehr gut
Und auch wenn ich am Anfang dachte, oh, Theresa, was soll denn das hier, Krankenhaus und so, nee, alles Quatsch. Die Herleitung für das Ende von Rios war es einfach dann am Schluss wert. Und ich finde, man muss so eine Staffel auch im Gesamten betrachten. Deswegen möchte ich meine Empfehlung geben, wer an Star Trek interessiert ist, der gucke sich bitte auch diese Staffel an. Ja, okay, schön. Fertig. Vielen Dank. Frank, dein Fazit zu Staffel 2 Star Trek Picard? Ja, mir hat es auch sehr gut gefallen. Die politische Dimension, finde ich, hat Arne ausreichend und erschöpfend besprochen. Dem kann ich mich nur anschließen. Für mich ist es so, dass so ein Metathema dieser Staffel ist für mich Unsicherheiten akzeptieren, anschauen, überwinden, zusammen mit anderen. Mhm. Und das haben wir eigentlich bei fast jedem Charakter in irgendeiner Form oder zumindest bei jeweils zwei. Ne? Wir haben das in der Beziehung mit Musica und Jay Ryan. Wir haben das mit Picard und seiner Mutter / allen Frauen, mit denen er dann doch keine langfristige Beziehung anfangen konnte. / Laris vielleicht, Fragezeichen. Q irgendwie auch, der jetzt sozusagen in seinen eigenen Abgrund schaut und da auch sich mit Unsicherheiten auseinandersetzen muss. Wir haben die Unsicherheit, das Politische hatte, wie gesagt, Arne schon gesagt, ne, was jetzt die Zukunft der Menschheit an sich angeht. Und am Ende ist es so, dass die Lösung irgendwie Gemeinschaft, Freundschaft und wir packen mal zusammen ein. Wir sehen quasi, wir erkennen, dass wir selber ein Problem haben und wenn wir das mit anderen teilen, wenn wir das akzeptieren, so wie es ist und trotzdem andere Menschen an uns in unser Leben reinlassen, dann haben wir sozusagen auf jeden Fall bessere Karten. Und das, finde ich, ist auch eine Reflexion dessen, was wir, glaube ich, heute als Problem haben. Wir hatten diese Pandemiejahre, wir haben auch schon davor halt viel Vertrauensprobleme in der Welt, auch jetzt noch und natürlich eher vielleicht sogar mehr. Ne? Also wir haben ja diese ganzen politischen Situationen, mit denen wir es zu tun haben und das hat im Wesentlichen, finde ich, im Kern damit zu tun, dass wir uns aus welchen Gründen auch immer nicht vertrauen, unsere eigenen Unsicherheiten eher in Aggression umschlagen lassen oder zumindest da das Risiko eingehen, dass das passiert. Und ich finde, da zeigt diese Staffel die Einzelinteraktion der Leute, dass das, glaube ich, keine gute Idee ist, wenn wir das sozusagen immer weitergehen, sondern dass wir schon irgendwie irgendwann in den Dialog zurück müssen, wie auch immer das eben aussieht, in die Freundschaft, in das Miteinander, in die gegenseitige Einsicht, dass wir alle unsere Probleme haben und dass es einfach keinen Sinn ergibt, da irgendwie entweder aggressiv oder Leute wegstoßen oder das ignorieren und unser Leben lang alleine sind. Also da gibt es ja verschiedene Varianten, wie damit umgegangen wird und wie man vielleicht doch besser nicht damit umgehen sollte. Und ich finde, da liefert so, wie für mich Star Trek immer funktioniert hat, so ein bisschen so eine utopische Möglichkeit, das vielleicht aufzulösen, vielleicht nicht so utopisch komplett, wie vielleicht in meiner Vorstellungswelt, wie das TNG in meiner Erinnerung gewesen ist und es eigentlich schon damals nicht war, wie wir in unseren TNG-Folgenbesprechungen doch häufiger schon hatten, dass das vielleicht doch alles gar nicht so rosa war, was damals in TNG in der damaligen Föderationswelt stattgefunden hat. Und das ist in dieser auch nicht so. Und hier ist es auch nochmal auf dem persönlichen Level vielleicht nicht idealkonform wie im Himmel nachher oder so, aber zumindest bietet es so eine Möglichkeit, vielleicht da Dinge aufzulösen. Und ich finde, deswegen lohnt es sich, Star Trek im Speziellen diese Staffel sich anzuschauen, weil es wieder mal etwas ist, wo ich finde, wo man auch fürs Aktuelle mitnehmen kann, wo man vielleicht sagt, ey, ist es jetzt wirklich eine gute Idee, sich auf einmal wieder mit Waffen und Regeln, wie man sich eigentlich versucht, eher gegenseitig ausgrenzen zu begegnen oder versucht man vielleicht doch eher zu verstehen, was man selber und was die anderen für Probleme haben und dass man vielleicht da irgendwie vielleicht doch eher in den Dialog kommt. Und um es jetzt nochmal wieder, um nochmal einen Schritt Meter mehr zu gehen, ist es auch so, dass für mich Star Trek und im Speziellen diese Staffel natürlich auch wieder eine Möglichkeit war, hier mit euch beiden, meinen Freunden hier in der Lage zu sein, über ein Thema, das uns, glaube ich, allen am Herzen liegt, irgendwie zu reden. Und das freut mich einfach auch sehr. Und wenn ihr nur ein ganz bisschen was mit dem, was ich oder auch Arne und Nils noch sagen wird, anfangen könnt, dann schaut euch diese Staffel an. Super, vielen lieben Dank. Ja, liebe Höris, ihr beiden, ihr kennt mich. Ich bin da wahrscheinlich wieder sehr überschwänglich. Ich fand es sehr, 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 sehr geil, diese Staffel. Ich fand sie sehr, sehr geil. Ich werde euch auch erzählen, warum. Ich muss in TNG anfangen.
die letzte Doppelfolge, die letzten beiden Folgen heißen ja gestern, heute, morgen, richtig? Richtig. Auf Deutsch. Das funktioniert jetzt, was ich gleich sage, nicht im Englischen. Aber eigentlich dürften diese beiden Folgen nur noch gestern, heute heißen. Denn ich finde, diese zweite Staffel ist eine Weiterführung dieser Geschichte. Wir springen da so ein bisschen durch die Zeiten und Q testet da Picard noch. Und hier im Morgen, in der Zukunft, hat Q verstanden oder er muss verstehen, weil er stirbt. Ich muss noch mehr mit diesem Mann machen, weil er mir halt wichtig ist. Und ich habe damals schon gesagt, also da ist irgendwas. Das ist nicht wie in der allerersten Folge, wo Picard so irgendwie so ein Spielball ist. Und da merkt man schon, da ist irgendwas zwischen den beiden. Das haben sie hier logisch weitergeführt. Es ist sehr emotional, was hier passiert, weil einfach dieses Ding, was sie über die sieben Jahre der Serie aufgebaut haben, über die Jahrzehnte, die dazwischen waren, wie eine Legende aufgebaut haben, das haben sie hier schön weitergeführt. Natürlich ist das nicht mehr die TNG-Crew, aber es ist doch so ein bisschen, es hakt da an, was Picard am Ende sagt. Mensch, das hätte ich viel früher machen sollen. Die Crew haben sie da noch nicht mit reingenommen. Aber er ist hier sehr viel familiärer, er ist sehr privater. Und wir tauchen auch viel tiefer. Und es passt, und ich glaube, Arne hat das gesagt, deswegen hat er nicht mit Deanna gesprochen, weil die sich sehr, sehr nahe sind. Also ist das, finde ich das gar nicht schlecht, dass man ihn rausgenommen hat in der ersten Staffel aus dem, was wir kennen, damit wir jetzt hier in ihn eintauchen konnten, zu gucken, warum ist Picard, wie er ist, beziehungsweise wer ist der Typ eigentlich? In vier Filmen und in sieben Staffeln haben wir Captain Picard kennengelernt. Ja, ja. Das sagt sogar Maurice. Wir haben Captain Picard kennengelernt. Und diese Staffel zeigt mir Jean-Luc. Mhm. Und deswegen finde ich das so toll, weil das für mich zwar 10 Folgen sind, aber eigentlich ist das eine Weiterführung in TNG. Das ist für mich wie eine Mini-achte Staffel. Oder wie eine achte Staffel. So ein bisschen. Losgelöst von der Enterprise und das ist irgendwie einfach toll, weil ich mich da wohlfühle. Es ist nicht alles gut. Nein, es sind Löcher drin, aber die habe ich in TNG auch. Die habe ich in Deep Space Nine, die habe ich überall. Das haben wir jetzt schon genug gesagt. Also es sind Punkte da, die mir so gut gefallen haben. Es gibt auch Dinge in The Next Generation, die ich doof finde. Und das ist für mich noch immer eine der Serien, die ich am liebsten gucke. Und ich bin da so am Lästern. Ich bin wirklich am Lästern. Und trotzdem finde ich sie toll. Stimmt. Und natürlich kann ich hier große Löcher haben. Und ich kann Wells doof finden. Und ich kann auch einen Brent Spiner, den ich total toll finde, in dieser Staffel völlig überflüssig finden. Gibt es aber Szenen, allein in der 10. Folge, wo ich mehrfach geweint habe. Und das muss ich zugeben, das hat TNG nicht geschafft. Hier in einer Folge allein mehrfach, wo ich sage, die haben es so gut hingekriegt, dass ich berührt war, gerührt war und sogar geweint habe. Dann ist das gut. Und das bedeutet für mich nicht nur, ja, okay, ist gut, sondern das ist gut, gut. Dafür gebe ich nicht nur einen Punkt, davon kriege ich 2 Punkte. Und dadurch kann ich einfach sagen, ja, es sind Sachen, die ich doof finde. Aber die wiegen dann die guten Punkte wieder auf. Sogar sehr, sehr gut. Ist das eine Empfehlung? Ja, natürlich. Wenn ich The Next Generation gut finde und ich mag diese Figur des Captains, dann guckt das bitte. Das ist toll. Wenn ihr Q cool findet, guckt das weiter. Wenn ihr eine andere Borg-Variante sehen wollt mit einer tollen Figur, dann guckt das weiter. Also das ist für mich persönlich. Und das ist das Schöne an Meinungen. Ich will niemanden davon überzeugen, was ich toll finde, sondern ich sage euch, was ich toll finde. Für mich ist bis dato von dem sogenannten neuen Star Trek, also alles, was nach Enterprise kam, diese Staffel das Beste, was ich gesehen habe. Für mich rein persönlich könnt ihr mich für zerreißen, mir völlig egal. Das ist von all dem, was nach Enterprise kommt. Ich müsste drüber nachdenken, ob es davor anders, weiß ich nicht. Das hier ist im Moment für mich das Beste, was ich an Star Trek gesehen habe. Nach TNG, ne? Nach Enterprise. Tatsächlich. Also alles, was nach Enterprise kam, also ab, ich glaube, Discovery ist dann das, was der nächste gehört. Dann, nee, ja. Oder die Lower Decks hast du vielleicht nicht bedacht. Habe ich bedacht. Tatsächlich. Hast doch. Du bedacht? Ja, habe ich tatsächlich bedacht. Mir ist es zu schnell. Okay. Stranger Worlds ist aber noch nicht drin, weil das gibt hab ja noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen, kann ich nicht sagen. Also Stranger Worlds ist für mich nur das, was in Deutschland offiziell gesehen, zu sehen war. Das ist, genau. Mein persönlicher. Ja. Ja,
das ist sehr positiv, unsere Fazit, finde ich. Ich möchte noch einen Kommentar nachschieben, ja. Und zwar, weil wir jetzt irgendwie so Empfehlungen aussprechen an Leute, die ja im Grunde nach dem, was wir am Anfang dieser Folge gesagt haben, ja möglichst die ganze Staffel schon gesehen haben. Insofern nehmt diese Empfehlung als eine Empfehlung für eure Freunde, Mütter, Großmütter, Väter, Söhne, Töchter, also alle, die ihr kennt im Wesentlichen. Ihr könnt es auch eurem Friseur und eurer Bäckerin und ich weiß nicht wem erzählen oder umgekehrte Geschlechter, also wie es halt gerade ist. Ja. Genau. Ich möchte auch noch eins nachschieben. Ja, die Folge heißt Gestern, Heute, Morgen. Deswegen heißen wir ja Gestern, Heute, Übermorgen, so. Weil wir danach spielen. Genau. Richtig. Genau, wir spielen sogar auch noch bei dem Morgen. Wir reden auch später noch. Genau, das in der dritten Staffel kommt. Dritte Staffel, ihr Lieben. Ja. Einmal ganz kurz, habt ihr Erwartungen oder, also wir wissen ja nun, dass die alte TNG-Crew wiederkommen wird. Habt ihr große Erwartungen oder lasst ihr euch überraschen, Arne? Ich habe auf jeden Fall große Erwartungen. Also ich erwarte, dass wir aufgelöst bekommen, was hier angeteased wurde. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese Borg-Geschichte ist im Grunde der Cold Open für die dritte Staffel. Ich erwarte, dass wir da eine Auflösung kriegen. Ansonsten ist das alles Hanebüchen. Wenn die Borg mit keinem Wort Erwähnung finden in der dritten Staffel, dann finde ich diese hier noch ein ganzes Stück schlechter, als sie ist. Okay. Also als ich sie jetzt bewertet habe. Und ich erwarte, dass wir eine brauchbare Geschichte kriegen, die in TNG nicht verkehrt gewesen wäre. Nicht schlecht. Sage ich gleich was zu. Lieber Frank. Ja, Auflösung zu den Borg finde ich okay. Ansonsten bin ich tatsächlich ein bisschen Borg-müde. Also wenn es nicht so komplett nur um die Borg oder zumindest auch wenn die nicht ein dominantes Thema in der Staffel sind, habe ich da persönlich auch nichts dagegen. Auch wenn ich weiß, dass natürlich durch die künstliche Intelligenz, mit der man sich natürlich heutzutage auch in der Jetzt-Echtzeit beschäftigen muss, irgendwie ein interessantes Thema sind. Hätte ich nichts dagegen, wenn es auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung geht. Alte Crew, bitte mehr. Hätte auch für mich in dieser Staffel mehr sein können, habe ich in meinem Fazit jetzt nicht gesagt, aber ja, ein kleines bisschen traurig war ich, dass nachdem ich gehofft hatte, viel mehr Leute zu sehen, da war ja echt in der ersten Staffel mehr, ne, dass ich also dann in der dritten Staffel da mehr sehe. Jetzt hoffe ich, dass das tatsächlich so kommt. Ansonsten ja, also ich hoffe, dass sie da der alten Crew echt entsprechend Raum einräumen und dass vielleicht noch ein paar Enden der neuen Charaktere gefixt werden. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, habe ich nichts so dagegen, wenn wir von der neuen Crew tatsächlich etwas weniger sehen, etwas weniger mitbekommen. Weil, ey, komm, man kann auch noch mal eine weitere Serie machen, in der JL vielleicht noch so ein paar Gastauftritte kriegt, weil er dann vielleicht einfach wirklich alt ist und sagt, ey, ich mache jetzt mal keine ganzen Staffeln mehr. Ne? Also die haben noch eine Zukunft vor sich, die Älteren nicht so sehr, altersmäßig und weil die vielleicht auch noch ein paar andere Hobbys haben, die Schauspieler. Daher sehr gerne von denen mehr und gerne auch mal echt ein neuer Villain vielleicht. Also eben nicht die alten, neuen Borg, sondern irgendwas Glaubhaftes, was vielleicht zukünftige Generationen an Star Trek auch nochmal wieder ein bisschen beschäftigen kann. Keine Ahnung, also vielleicht ist auch ein bisschen zu viel verlangt. Es muss auch gar nicht alles davon sein. Ich bin auch schon zufrieden, wenn ich die alten Gesichter alle nochmal sehe und die da nochmal eine schöne, schöne, fette Mission machen miteinander. Das ist tatsächlich ein Punkt, da muss ich nochmal eben ergänzen. Ja. Was diese beiden Staffeln Picard jetzt vor allem gemacht haben, ist das Picard, was wir kennen und lieben, nochmal aufzurollen. Ja. Was sie nicht gemacht haben, und deswegen kam ich da gerade drauf mit dem neuen Villain, dem neuen Bösewicht. Ich hätte auch tatsächlich gerne irgendwas, wo in 15 Jahren Leute sagen, ach ja Mensch, das ist ja damals mit Picard Staffel 3 eingeführt worden, das war eine richtig gute Idee. Ja. Hm? Solche cool. Dinge hätte ich gerne. Ja, keine genau. Ahnung, was das ist. Ob das jetzt tatsächlich der Bösewicht ist, der dann später irgendwie als neue Spezies oder was nochmal auftaucht. Ich meine, wir haben ja im Grunde keine gruselige Spezies mehr aktuell. Nehme ich auch zu Recht zurück, es kann auch so, was anderes sein. Also irgendwas, wo in 10, 15, 30 Jahren Leute sagen, das wurde damals Picard Staffel 3 eingeführt und das war eine richtig gute Idee für das komplette Franchise. Das wäre cool, das stimmt. Meine Erwartung. Nachdem ich so überschwänglich war, bin ich sehr vorsichtig und ich habe das schon gesagt. Dieses Ende zwischen, ich habe es auch allein heute mehrfach gesagt, dieses Ende zwischen Laris und Picard, wo sie da standen, das ist so schön, das hat mein Herz berührt, fand ich schön, das wäre ein schönes Serienende gewesen. Punkt. Jetzt haben sie aber gesagt, die ganze Crew kommt wieder. Mhm. Und ich fand diese Staffel halt so toll.
Ich habe Angst, dass sie es kaputt machen, selbst mit den ganzen Leuten. Auch wenn ich Brent Spiner toll finde, wir haben gesehen, dass wir einen alten wieder hier hatten und das war einfach doof. War halt so. Ich bin da sehr vorsichtig tatsächlich. Ich freue mich, die alten Gesichter wiederzusehen, aber ich gehe sehr vorsichtig an. Nicht, dass ich auf die Schnauze falle, weil ich war so hoch begeistert vor der ersten Staffel und wir wissen, wie das geendet ist. Ja. Wollt ihr ein bisschen viel über Staffel 3 hören? Also nicht inhaltlich, aber ich habe mal so ein bisschen geguckt, was es so an Infos gibt. Möchtet ihr das hören oder wollt ihr völlig... Ja, wir werden ja nicht ganz spoilerfrei reingehen. Soll ich mal ein bisschen was erzählen? Also ja, ich weiß, das, was offiziell ist, klar. Ich weiß, dass von den alten Leuten für viele Folgen welche dabei sind. Ich weiß aber nicht, wer. Ja, also es ist definitiv klar, dass die announced wurden, also die alte Crew, die kommen nicht für Cameos, sondern die kommen für größere Aufgaben. Die kommen für Plots, ja. Genau. Folgendes. Einmal ganz kurz, Borg, ich glaube, ihr werdet sauer sein. Zumindest werde ich sauer sein, denn meine Queen wird nicht wiederkommen. Jurati. Jurati wird nicht wiederkommen. Sie hat verlauten lassen, ich weiß, das ist die Season 3, die Staffel 3, also wird das Ende sein, aber ich war nicht Teil von der Staffel 3, die ist ja abgedreht. Also so kann sie also in Bereich von Spoilern gar nicht so viel sagen. Und sie wird sich das dann angucken, wie jeder andere auch. Was natürlich nicht unbedingt etwas bedeuten soll, weil Will Wheaton hat ja auch gesagt, er hat mit Star Trek Staffel 3 nichts zu tun, wobei das nicht gelogen war. Er hat mit der Staffel 3, zumindest nach jetzigem Standpunkt, nichts zu tun. Dann, Brent Spiner hat auf der FedCon sich wohl auf der Bühne ein bisschen verplappert. Februar 2023, derzeitiger möglicher Starttermin. Aber nur das, was Brent Spiner gesagt hat, warten wir mal ab. LeVar Burton soll Terry Metalis in einer seiner Performances, als er gespielt hat, zum Weinen gebracht haben. Also es muss sehr, sehr gut sein, was LeVar Burton gemacht hat. Hoffentlich war es sehr, sehr gut. Das klang sehr positiv. Und was so ein Scheiß, so ein Scheiß. Und auch einen anderen Job. Was ganz spannend ist, wo wir gerade bei Geordi sind. Geordi wird mindestens eine Tochter haben. Und gespielt wird Geordis Tochter sehr gut von seiner eigenen Tochter. Ja, also das ist LeVars Tochter wird auch. Das finde ich doch eine hervorragende Idee. Ja. Die neue Generation aus der alten Crew, die dann auch mal weitermacht. Ja gut, wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ja, stimmt. Dann hat Terry Metalis gesagt, ich mache das einmal im Deutschen. I wanted to make sure that das Gates... Das ist gar nicht Deutsch. Bitte? Nein, das ist Englisch, Entschuldigung. Ich mache das auf Englisch nicht übersetzt, denn ich versuche es. I wanted to make sure that Gates McFadden really had a very strong story. Also er wollte dafür sicher gehen, dass Gates McFadden, Beverly Crusher, eine wirklich starke Geschichte bekommt. Deswegen mal gucken, was sie denn aus Picard und Laris, aber es kann natürlich auch bedeuten, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Wir werden mal schauen, was das bedeutet. Und es ist offiziell, ich habe es gerade schon bei Alison Pill gesagt, Evan Evagora, meine Güte, Elnor, Isa Briones, und Santiago Cabrera, das ist ja nun der Rios, ist ja nun schon tot. Die werden alle nicht wiederkommen. Das heißt, die komplette neue Crew mit Ausnahme von Raffi Musica, Michael Hurt, Seven of Nine, Jerry Ryan, die sind sogar schon bestätigt. Die werden wiederkommen, Orla Brady. Wir gehen da mal von aus. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung. Und man sieht, also zumindest gemäß Terry Metalis, die dritte Staffel so ein bisschen, er nennt es den Staffelstab weiterreichen. Aber von wem auf wem? Weil wir haben jetzt die TNG-Crew, die wieder kommen soll. Also das verstehe ich noch nicht ganz, was er damit meint. Wir gucken mal. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es auch noch andere Schauspieler geben wird. Schauspielerinnen und Schauspieler. Also Schauspielis. Ich hoffe ja mal, dass die alle mega Bock haben, noch mal eine neue Serie machen, wo die dann doch alle noch rumkamen. Und dann was ich mich frage, ist das die letzte Staffel von Star Trek Picard? Ja. Das ist offiziell das ist bestätigt. Ja. Okay, das weil dann es könnte aber sein, dass da jetzt hier Stranger Worlds ist ja auch quasi ein Spin-off aus wie heißt diese Serie? Denn irgendwas mit D. Discovery. Nein, also kann gut sein, dass sie dann Mit der neuen Crew, die sie jetzt einführen werden, was machen? Auf so die Tochter von Geordi und das, so. Das hat mega. Das hat ja Jerry Ryan definitiv gesagt. Also Star Trek Picard ist abgedreht. Ein Punkt noch tatsächlich, den ich hier stehen habe, was ganz spannend ist, ich werde natürlich auch relativ viel davon verlinken. Bösewicht. Ich weiß nicht, was für ein Bösewicht das sein wird. Ich weiß nicht,
wie böse der sein wird, was der machen wird oder auch nicht oder sie oder wie auch immer. Aber ich muss das mal eben kurz aufmachen, damit ich das richtig hier bekomme. Es ist so, und das ist offiziell, jetzt muss der Tweet nur noch auftauchen, es ist irgendwie so, dass Terry Metalis Folgendes gesagt hat, auch hier wieder, ich werde es erst einmal auf Englisch vorlesen und dann versuchen, das zu übersetzen. Offiziell. Terry Metalis, Twitter. It's a new character played by someone you've seen a million times before. Someone I've always wanted to work with and wow, you're not ready. Also, es ist ein völlig neuer Charakter, der gespielt wird von jemandem, den wir schon eine Millionen Mal irgendwo gesehen haben sollen. Ich denke, übertreibt aber ganz offensichtlich jemand, der ganz, ganz bekannt ist und irgendwo schon mal und ganz viel gespielt hat. Und er wollte immer mit dieser Figur spielen. Mit diesem Menschen. Mit diesem Menschen. Schauspieli. Mit diesem Schauspieli arbeiten wollen. Und er ist total begeistert und er ist der Meinung, wir sind da, sind absolut nicht bereit. Viele, ich habe so ein bisschen gelesen, also spaßeshalber haben alle gesagt, das wird ja Samuel L. Jackson sein, weil der schon überall gespielt hat, aber nicht in Star Trek. Wir werden es sehen. Sehr spannende Aussage, finde ich das zumindest. Mhm. Und ich denke mal, wir lassen uns da überraschen. Ich hoffe, das ist kein super altes Schauspieli, weil ich hätte gern was zukunftssichereres. Damit, ne, weil wenn sie jetzt zum Beispiel Ian McKellen dahinstellen und sagen, das ist unser Bösewicht, ne, in 10 Jahren macht er keine Schauspielerei mehr. Dann würde deine Idee tatsächlich auseinanderplatzen, die ich toll finde. Das, ich glaube, da haben wir mal drüber gesprochen. Das ist nämlich so meine Idee, dass Patrick Stewart zu seinem Abschied seinen alten Kumpel und besten Kumpel und ja. Der Mann, der ihn getraut hat beim letzten Mal. Genau. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Liebe Höris, vielen lieben Dank, dass ihr uns so lange zugehört habt. Das war unsere Meinung, die sehr positiv war zu Star Trek Picard Staffel 2. Was denkt ihr? Sagt uns das. Gerne begründen. Nein, nicht gerne. Bitte begründet eure Meinung, wenn ihr etwas gut oder schlecht findet, sagt uns das gerne auf unserem Discord-Server oder auch auf unserer Webseite ghu.compendion.net. Kundnet.net. Spät. Es ist spät. Bewerbt uns mit 5 Sternen auf Apple Podcasts oder jeder anderen Plattform, die euch gefällt, wo ihr es könnt. Wenn ihr euch kurz fassen könnt, könnt ihr uns gerne schreiben bei Twitter @gesternhu. Unterstützen könnt ihr unsere Arbeit natürlich auch. Geht da gerne auf ghu.compendion.net. Könnt ihr. Schwierige Worte, ne? Compendion.net. Ja, vielen lieben Dank, das ist deine Seite, du kennst das. Einen Ausblick sollte es natürlich auch geben zur nächsten Folge, das tut gar nicht weh. Wir bleiben bei The Next Generation. Nee, doch, wir haben gerade noch über The Next Generation, das passt. Ja, also wir haben gerade noch über Samuel Jackson, Next Generation. Wir sprechen über unsere Crew auf der Enterprise D. Und die bekommt Besuch beim nächsten Mal. Und zwar von der alten Enterprise. Scotty kommt zu Besuch. Staffel 6, Folge 4, Relics wurde gewünscht. Und da freue ich mich drauf. Wir sehen die alte Enterprise, also die D und die ganz alte irgendwo auf dem Holodeck. Das wird spaßig. Anne, möchtest du noch was erzählen, was sagen oder bist du fertig, so wie ich? Ich habe alles gesagt. Das ist auch gut so. Frank, letzte Worte. Danke euch beiden und ich freue mich auf die nächste Folge. Und danke euch allen da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank, liebes Publikum. Vielen Dank, liebes Publikum. Genau, das muss man auch mal sagen. Wir haben hier Publikum. Das Publikum ist leise gewesen. Das ist super, das ist toll gewesen. Denn wir konnten hier zusammen sitzen. Und das hat Spaß gemacht. Ich freue mich. Das müssen wir in näherer Zukunft gerne nochmal machen. Man kann sich nicht nur über verschiedenste Videotools sehen, sondern fast anfassen. Das war toll, das hat Spaß gemacht. Liebe Höris, danke fürs Zuhören, dass ihr durchgehalten habt. Danke, dass ich hier sein durfte. Danke, dass Frank hier sein durfte, dass wir alle da sein durften. Das war toll. Ich verabschiede mich, wünsche euch alles Gute, einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht. Bye, bye. Ciao. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.